Hallo und einen wunderschönen Nachmittag wünsche ich euch an diesem Samstag. Und willkommen zu einer kleinen Runde voller Hobbits. Mit, also ich denke, sowohl den lustigen, freundlichen, kleinen, behartfüßigen Leuten als auch den Keksen, wenn das gewünscht ist. Wir probieren heute etwas aus. Wir spielen in The One Ring in der zweiten Edition rein, dem aktuellen Herr der Ringe-Rollenspiel. Und das an Becker herausgegeben wird aktuell, war großes Crowdfunding. Und dann demnächst auch regulär zu erhalten sein wird. Und wir gucken mal rein, sowohl mit Leuten, die die erste Edition gespielt haben, als auch mit Leuten, die es noch gar nicht gespielt haben. In dem Sinne, gucken wir mal. Unsere tapfere kleine Gruppe von Hobbitsen besteht aus Ben als Offo. Offo ist aber nur kurz für einen längeren Namen. Offo ist natürlich kurz für einen längeren Namen. Hobbit-Namen sind abkürzbar. Offo Boldawin Hornbläser, genau. Der ehrenwerte Postbote des kleinen Auenland Hobbingen. Und der morgens nach einem vernünftigen ersten Frühstück dann unterwegs ist mit einer Tasche voll mit Briefen und kleinen Päckchen, die die Leute sich freundlich oder verbissen gegenseitig geschrieben haben, um sie zu verteilen. So ist es. Von der kleinen Poststube aus. Dann Hobbit Nummer 2 ist Steffen als Hieronymus Straffgürtel. Das ist korrekt, ja. Was ist Hieronymus so für einen Hobbit? Hieronymus ist der Begründer und einziges Mitglied des edlen Ritterbundes Finsterwacht Hommingen im Dienste der kleinen Leut. Ich werde quasi dazu gezwungen, durch die Faulheit unseres Dorfbüttels hin und wieder mal genauer hinzugucken, was denn die anderen Hobbits so machen. Wer mal wieder seine Wäsche an einem Sonntag raushängt oder seinen Karren auf der Kreuzung stehen lässt, der kriegt von mir einen wohlgewaschenen Zettel. Einen höflichen, aber sehr eindrucksvollen Zettel an seinen Wagen geklemmt. Der ist ja da die Sicht behindert. Oder irgendetwas verliert. Richtig. Oder sonst irgendwie problematisch ist. Oh, übrigens, den Ben, den findet ihr natürlich bei Ben and Paper. Wenn er nicht bei uns ist, dann ist er da. Aber er ist ziemlich oft bei uns, was mich natürlich freut. Den Steffen findet man normalerweise unter Jewatski. Und hin und wieder auch mal als Spielleiter vor der Kamera bei den Rocket Beans. Und der dritte Hobbit im Bunde, Ramon, den hört man normalerweise und sieht man nicht. Und zwar bei einem Podcast, der zum Thema irgendwie passend ist. Wo findet man dich? Könnte man so sagen, ja. Ich bin beim Tollkühn-Podcast mit meiner besseren Podcast-Hälfte Max. Besprechen wir den Herr der Ringe, Kapitel für Kapitel. Das ist jetzt schon anderthalb Jahre. Wir haben jetzt nur noch 3 Kapitel vor uns. Und der Kniff ist nämlich, ich habe bis vor anderthalb Jahren den Herr der Ringe noch gar nicht gelesen. Und die Filme mal so sporadisch gesehen. Ja, aber ich kenne mich jetzt aus, so ein bisschen. Also ja gut, in den letzten 3 Kapiteln werden jetzt nicht mehr viele Dinge passieren, die für heute relevant sein werden. Weil keine Spoiler, bitte. Ja, nein. Ich kann direkt sagen, dass wir ja zu einer Zeit spielen, die recht offen ist in dem Sinne, als dass wir zwischen dem Hobbit und dem Herrn der Ringe spielen. Das heißt, der Schatten nimmt zu, aber noch ist nicht so richtig schlimm, schon gar nicht im Auenland. Da passieren so die alltäglichen kleinen Gemeinheiten. Aber seitdem vor einigen Jahren dieser Zauberer Gandalf Bilbo Beutlin entführt und mit einer Bande von Zwergen aus dem Auenland mitgenommen hat, worauf er dann zurückgekommen ist, irgendwann später, war sehr wunderlich und vermutlich mit Schätzen, ist so groß Aufregendes eigentlich auch nicht mehr passiert. Und dementsprechend wollen wir ganz kurz nur Durchgänge machen, wie sozusagen, wir wissen jetzt, Ramon kennt den Herrn der Ringe bis auf die letzten 3 Kapitel, aber dafür sehr gut. Wie ist so sonst ansonsten die Verbindung oder der Hintergrund bei euch, Ben? Ich vor langer, langer Zeit zu meiner Konfirmation die Bücher gelesen und das war dann auch bis zu einem, also ich habe für heute habe ich extra nochmal alle Filme angeguckt, ich habe nur noch nicht ganz verstanden, wie das mit der dunklen und der hellen Seite der Macht ist, aber ich glaube, ich kriege das raus. Ja. Danke, Steffen. Ich bin sehr froh, dass Ramon nicht der Profi ist, der ultimative Nerd, für den ich ihm zuerst gehalten habe, als ich gelesen habe, dass er einen Herr der Ringe-Podcast macht. Ich habe alle Filme gesehen. Ein oder zweimal. Gut. Ich habe ihm mit dem Herrn der Ringe selber Englisch beigebracht. Und ich habe ihn dann später noch ein paar Mal gelesen, wo ich dann tatsächlich verstehen konnte. Aber so hat es damals angefangen. Ist schon länger her. Trotzdem,
Was wir heute hier machen, ist natürlich Rollenspiel. Das heißt, es kann durchaus Dinge geben, die aufgrund der Story vielleicht ein bisschen von irgendetwas, was irgendwo mal abgesetzt war, abweicht. Aber wir haben mit Ramon jetzt zumindest jemanden, der sehr frisch, sehr alles gut im Kopf hat, dabei. Jetzt setz mich nicht gleich so unter Druck, bitte. Aber dementsprechend hast du dir auch einen passenden Hobbit gebastelt. Und es wird im Chat schon gefragt, welchen Nachnamen hast du wohl gekriegt? Weil ihr habt bei eurem Podcast einen Hobbit-Namen-Generator. Und das hat er für dich ausgespuckt? Wir haben keinen Generator, wir haben ein Orakel. Entschuldigung. Ja? Das ist natürlich was ganz anderes. Und ich bin der gute Tobold Gamgee. Also ich habe keinen Einfluss darauf gehabt, dass ich ausgerechnet Gamgee heiße, weil ich den Sam ja so auch so mag. Also das ist reiner Zufall. Das heißt, du kommst aus einer ehrenwerten Familie von Bauern und Gärtnern. Genau, ja. Und ich werde auch heute der erste Gamgee werden, der geschichtlich relevant ist. Also der wirkliche Abenteuer erlebt. Das werden wir sehen, ob das so rauskommt. Aber du verwaltest ja die Spuren von Abenteuern anderer Leute. Denn dein Job ist gar nicht in Hobbing selber, sondern in Michelbinge. Genau, ich sitze im Museum in Michelbinge und kümmere mich dort um die vielen kleinen Schätze, die da herumliegen, und katalogisiere, schreibe auf, versuche den Dingen nachzugehen, wo sie denn herkommen, welchen Verwendungszweck sie dann wirklich haben. Das ist so mein Alltag. Meistens stellt sich heraus, der Verwendungszweck ist Kram. Das meiste ist Kram, ja. Das meiste ist Kram, was die Leute dort abgegeben haben, weil sie es gerade selber nicht gebrauchen können. Aber es ist ein angenehmes, kleines Leben mit einem guten Auskommen. Das allerdings tatsächlich sich vielleicht ein bisschen ändern wird, insofern, als dass du einen Schrieb bekommen hast von einem Mungo Weißfuß aus Hobbingen, der dich bittet, vorbeizukommen. Und das sowohl wegen deiner Arbeit als auch wegen der entfernten Verwandtschaft, die euch miteinander verbindet. Es ist nun mal, die meisten Familien, die im Auenland leben, sind irgendwie miteinander verschwägert, verwandt oder sonst irgendwie mal in irgendeiner Form miteinander verbunden gewesen oder werden es wieder sein. Aber ich kann euch schon mal verraten, ihr alle drei teilt eine Großtante, die tatsächlich mit diesem Mungo Weißfuß wiederum verwandt ist, die seine Tante war. Und er schreibt dir mit einer sehr ausufernden Handschrift, nicht sehr sauber, aber entschlossen: Tobold, guter Junge, komm vorbei. Ich weiß, wir haben uns länger nicht gesehen, doch ich besitze etwas, bei dem ich gerne hätte, dass jemand mit einem wachen Auge draufschaut und nicht die Leute, die gerne draufschauen würden, die mir hier ständig an den Türen und den Fenstern hängen. Nein, du sollst vertrauenswürdig sein, aber achte drauf, ein paar andere Leute werden auch kommen. Familie hält zusammen. Wir sehen uns. Dann kommt runter, nach seiner Unterschrift, Mungo Weißfuß, ein kleines Postskriptum. Möglichst bald, wie wäre es mit morgen, nachdem du diesen Brief erhalten hast, sofern denn Offo das alles richtig geregelt hat. Ja, ich würde mich natürlich direkt auf den Weg. Ich würde es natürlich nie zugeben, dass ich mein kleines Museum verlassen will. Es ist ja auch eine staubige Stube. Ein bisschen rauskommen ist schön, aber es ist ein dringender Familienanlass, also da macht man sich natürlich auf den Weg. Gut. An diesem Tag ist Offo ohnehin unterwegs mit einer ganzen Reihe Briefen in seiner Tasche, die eingesammelt wurden, und marschierst die kleinen Wege und Gässchen, den Hügel rauf und den Hügel runter, die Mühle klappert dir ins Ohr, die Bienen summen um dich herum, die Anwohner grüßen dich aus den Vorgärten ihrer Hobbit-Höhlen heraus, ihres Mials, und beobachten dich auch, versuchen mitzubekommen, wer kriegt einen Brief? Wer kriegt einen Brief? Und hast du was für sie dabei oder kann man dir irgendwie was zustecken oder abschwatzen? Und wenn du die Briefe so durchgehst, siehst du, da ist einer für Hieronymus Straffgürtel unter den letzten, die du austragen musst, und einer für Offo Bolder wie ein Hornbläser. Ja, dann Postgeheimnis erstmal hinten, und zum Straffgürtel komme ich ja sowieso über die Brücke. Ja, und dann werfe ich den letzten Schub da noch ein bei Tux. Bitteschön. Und werde dann tatsächlich diesen einen Brief noch zum Straffgürtel bringen. Summend und singend. Der Postbote nähert sich singend und summend, und du kannst vermutlich auch den großen, wuscheligen, dicken Kater ausmachen, der ihn häufig begleitet. Mob genannt, und so sieht er auch aus.
Ist Mob so ein orangener, dicker Kater? Genau, orange gestreift. Orange gestreift und Langhaar, dass die tatsächlich auch auf dem Weg immer schön nachmobben. Ähnlich wie die langen Haare von Offo, die fließend in den prächtigen Backenbart übergehen. Ja, der immer mit einem sehr gleichgültigen Gesichtsausdruck Offo folgt, immer mal wieder zwischendurch in einer von den Hecken nach irgendetwas stöbert und dann auch mal wieder zwischendurch sitzen bleibt und sich in der Sonne auf eine von den Steinen der Mäuerchen hockt, um das zu genießen, während Offo einen Weg hinaufgeht, Briefe einwirft und zurückgeht. Und dann hält der auf deine Tür, deinen Vorgarten zu. Ich sitze schon an meinem Fenster, ein Kissen auf dem Fenstersims und gucke heraus. Ah, Offo, heute wieder spät dran, was? Hieronymus. Ja, nein. Wieso? Ich bin vor dem dritten Frühstück bei dir. Gestern warst du 2 Minuten früher als heute. Aber das lassen wir heute mal gut sein, ne? Aber nicht, dass der Kater wieder an meine Radieschen rangeht. Letzten Endes ist der Kater schuld. Ich muss auf Mob warten, weil er sonst nicht nachkommt. Ich habe einen Brief für dich. Ja. Vielleicht endlich mal etwas Vernünftiges. Ja, gib doch mal her. Mach das kleine Türchen auf und geht den Weg hoch. Mob kommt hinter dir herein, scharwenzelt und hält auf das Gemüsebeet zu. Nein, nein, weg, ja, habe ich gesagt. Bitte schön, ja. Das entgegen. Ich mache gleichzeitig meinen auf, während ich auf der kleinen Bank vor Strafgürtels Fenster sitze. Ich drehe mich so ein bisschen um und versuche mich so ein bisschen als Sichtschutz zu benutzen und gucken, ob Offo vielleicht schmult. Guck dann selbst in meinen Brief hinein. Der ist von Mungo Weißfuß. Der lebt ein Sträßchen weiter in einem mittelgroßen, aber schönen Kleinsmial, einem Hobbitloch und gilt normalerweise als ein etwas reicher, aber ein exzentrischer Typ, der schon eine ganze Weile auch nicht mehr irgendwie arbeiten muss. Der hat früher als Schreiber und dergleichen gearbeitet. Der war auch mal außerhalb des Auenlandes. Der war zumindest mal im Breeland. Ja. Und was er sonst noch so gemacht hat, das weiß man auch nicht so genau. Und der schreibt dir mehr oder weniger direkt heraus: Hieronymus, ich weiß, du willst dich eh einmischen, wenn irgendwas sich ergibt, deswegen lade ich dich direkt ein, guter. Und dann kommt eine längere Bezeichnung Schwibschwager-Neffen-Verhältnisses. Es gibt ein paar Dinge zu klären aufgrund meines Ruhestandes und ein paar Sachen, die ich abgeben möchte. Und so dachte ich mir, dass du vielleicht hinzukommen möchtest, um das Ganze gerecht zu verteilen. Find dich doch bitte nach Eintreffen dieses Briefes baldigst bei mir ein. Offo wiederum hat auch einen Brief von Mungo Weißfuß, in dem steht: Offo, mein Guter, ich hätte es dir auch so sagen können, aber du trägst gerne Briefe aus, also dachte ich, schreibe ich es dir direkt. Komm doch bitte bei mir vorbei, es gibt ein paar Sachen zu klären und ich denke, ich hätte vielleicht ein paar Kleinigkeiten für dich, die dich freuen könnten. Ich drehe mich um zum Fenster. Gevatter Weißfuß. Ja, das Postgeheimnis ist das höchste, außer seiner eigenen Post. Das muss er immer alles erzählen, wenn er Sessner Post bekommt. Und dementsprechend hat Starkgürtel jetzt die Ehre, zuerst zu erfahren. Weißfuß schreibt mir, ist was Wichtiges. Dir auch, mir auch. Ist es denn? Na, ich meine, er hat geschrieben, ich will mich eh einmischen. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Aber ja, jetzt, wenn ich eingeladen bin, muss ich ja wohl das auch annehmen. Und sagt Braunlocke, Frau Braunlocke. Genießer Braunlocke, die Nachbarin von Hieronymus Strafgürtel. Nein, wir mischen uns natürlich niemals in andere Leute Angelegenheiten ein. Frau Braunlocke, was soll das denn bedeuten? Was soll es denn bitte bedeuten? Ich sagte, man mischt sich natürlich niemals in andere Leute Angelegenheiten ein. Es sei denn, möglicherweise man hat irgendwo einen kleinen Kratzer in den Torbalken gemacht oder möglicherweise hat jemand ein Steinchen vom Weg losgetreten. An Ihrer Stelle wäre ich bereits schon vorsichtig mit Ihrer 1 Zentimeter langen, zu langen Hecke. Wie sieht das denn aus? Sie bringen das ganze Dorf in Verruf. Er fängt wieder damit an, Brody! Er fängt wieder damit an!
Offo, du hast es gesehen, sie hat damit angefangen. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Ja, jetzt bin ich aber zwischen den Zäunen sozusagen. Aber Frau Braunlocke, ich habe hier noch einen für Herrn Prodi, bitteschön. Ah, danke schön. Und sie reicht über ihre wirklich sehr schön gestutzte Hecke. Schön. Ja. Nimmt den Brief entgegen. Prodi, Post! Und der Weißfußens hat dir geschrieben. Ja, der alte Ohm, Mungo, hat, irgendwas mit irgendwas. Ist ja immer so geheimnisvoll und krämerisch. Ja, seltsamer Typ mit seinem Schwein. Ja, in der Tat. Aber, herrje, ich frage mich nur, wenn mir dann auch dem Hieronymus, scheint eine größere Sache zu sein. Ich falte ihn. Ich habe meine Sachen schon eingepackt und stehe schon wieder vor der Tür. Erzähl lieber nicht so viel, Ofo. Wenn sie das weiß, weiß es bald das ganze Dorf. Ah, oh, was soll, also, da werd ich doch wohl. Sie schnauft einmal, dreht sich um und geht durch ihre sauber angelegten Reihen von kleinen Kohlköpfen zum Eingang ihres Hobbitlochs. Das hast du dir aber gesagt. So, ja. Wird langsam mal Zeit, dass ich mir ein neues Domizil suche. Diese Nachbarschaft hier ist wirklich einfach unglaublich, unglaublich. Guck dir diese Hecke an. Guck sie dir an, Ofo. Was fällt dir zu dieser Hecke ein, wenn du die siehst? Ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht so der botanische Typ. Ja, gut. Dann na gut, dann lass uns lieber weitergehen, bevor ich mich vergesse. Mob kommt mit einem Furch aus eben jener gescholtenen Hecke hervor. Ich mach meine Brieftasche auf. Komm, rein. Er springt rein, jetzt wo sie leer ist. Dreht sich einmal drin herum und macht es sich bequem. Na dann, besuchen wir mal den Herrn Weißfuß. Der Weg ist schlicht nicht weit, einfach weil Hobbingen auch gar nicht so groß ausladend ist. Nur man lässt sich halt gemütlich ein bisschen Zeit meistens, wenn man geht. Da streckt das. Andere Bewohner des Ortes kommen an euch vorbei, man tippt sich freundlich an die Kappe, grüßt einmal kurz. Leute mit Körben voll mit eingemachten Obst und Gemüse, Blumen, Honig, Äpfeln und dergleichen, die schnatternd und murmelnd von einem Haus zum anderen ziehen, und um gemeinsam mit den Nachbarn Tee zu trinken, Neuigkeiten auszutauschen. Man hört das Klappern unten von der Mühle und das Rattern und Knirschen von verschiedensten Werkzeugen. Das Leben geht seinen gemächlichen, aber steten Gang ringsherum, und überall ist irgendjemand irgendwas am Machen. Und als ihr euch Mungos Garten nähert, der einen sehr kräftigen Zaun hat, aufgrund der Tatsache, dass Mungo sich mit Agathe ein Schwein hält, das bekannt dafür ist, dass es gerne mal ausbüchst, von dem er aber schwört, dass es die besten Pilze findet, wenn man mit ihm auf die Suche geht, seht ihr eine andere Gestalt euch entgegenkommen. Und wir haben, glaube ich, also Ofo stelle ich mir jetzt als so einen, naja, braunlockigen, fröhlichen, etwas fitteren Halbling vor, mit seinen kleinen Weste, mit vielleicht einem Abzeichen, dass er von der Post ist, und der Tasche, in der ein großer Kater steckt. Und Hieronymus Straffgürtel als einen etwas älteren Herrn mit ordentlich Backenbart. Und wie sieht ein Tobold aus, der ihnen entgegenkommt? Tobold ist ein normal kleiner Hobbit, ein bisschen dicklich. Aber weil man das eben auch in den Schriften sehen kann, also die gerade vom großen Volk, die Gelehrten werden ja so mit Roben und Stäben beschrieben, hat sich der gute Tobold, also ich habe mir dann auch so, es ist jetzt keine wunderschöne Robe, aber es erinnert daran. Und ich habe einen schönen Wanderstecken dabei, ist jetzt kein großer Stab eines Zauberers, aber ich bin selbsternannter Weiser, Gelehrter, und das soll man mir gefälligst auch ansehen. Mhm. Grüße! Grüße. Ach, es scheint, als hätte der gute Herr Weißfuß noch mehr Leute eingeladen außer uns. Ach, der Gamgee auch. Ich habe auch einen Brief erhalten. Oh, ja, richtig. Ich habe einen zum... Das ist immer ein weiter Weg zu euch dahinter. Steht das Museum noch? Natürlich. In bester Pracht und bis unter die Decke gefüllt. Schön. Was steht denn in eurem Brief? Dass ich herkommen soll, dass es etwas zu besprechen gibt. Ja. Familienangelegenheiten. Ich schaue mich mal um, ob noch jemand hier rumsteht vor Weißfußes Tür. Oh, dann können wir mal unseren ersten Wurf machen.
Awareness, Aufmerksamkeit. So, alle Leute, die die erste Edition von The One Ring kennen, wissen, da würfelt man einen W12 plus weitere Würfel gegen einen Zielwert. Das ist hier auch so, nur dass der Zielwert nicht vorgegeben wird von außen, von der Aufgabe, sondern dass Ben schaut, was sein Zielwert für Awareness, für die Aufmerksamkeit ist. Der bezieht sich auf Stärke. Da habe ich 14. 14, genau. Man hat einen Wert in Stärke, der ist der Attributswert, und dann hat man einen Zielwert, gegen den man würfelt, wenn man auf etwas aus dieser Gruppe zu dem Attribut eine Probe ablegt. Und der W12, 1 bis 10 sind Normalergebnisse, 11 ist schlecht, 12 ist gut. Das wäre, wenn man einen physischen Würfel hatte, zu dem System gehört, hätte man dann ein Saurons Auge und eine Gandalf-Rune drauf. Und die W6, normalerweise macht es da auch keinen Unterschied, 1 bis 6. Es gibt bestimmte Zustände, wenn ihr geschwächt seid, dann werden 1 bis 3 gar nicht erst gezählt. Mhm. Schade. Aber die 6 ist immer gut, da ist noch eine kleine Rune mit drauf. So, was hast du denn in Awareness? Ich habe 2 Awareness. Mhm. Das heißt, du kannst ein W12 plus 2 W6 würfeln. Der W12 ist hier. Eine 3. Das sind 3, das sind nicht so viele. Und dann 2 W6. Dann sind wir bei 11, zu wenig. Ja, nein, du kriegst nicht so wirklich was mit. Mob ist in deiner Tasche am Rascheln. Und dann begrüßt euch von der anderen Seite der Tür, die in dem großen und stabilen Zaun eingelassen ist, ein lautes Grunzen. Ach, das hat's. Und schnuffeln und kratzen. Dann lasse ich Mob mal wieder raus, dass er abhauen kann, falls die Sau ihn wieder nervt. Ja, der sieht aus, als hätte er eine Flaschenbürste hinten angetackert bekommen und entspringt tatsächlich mit einem leisen Fauchen in eine andere Hecke. Nicht so weit. Gehen wir hinein? Geht ihr mal lieber vor? Dieses Schwein ist sicherlich irgendwie, hat irgendwelche Bazillen oder so. Das kann mich auch nicht leiden. Man sagt ja immer, Hunde sind des Brieftigers Feind. Dieses Schwein ist ein Hund, ein Schweinehund. Aber findet man auf Schweinesrücken nicht auch das Glück? Das ist doch auch so ein Sprichwort, oder nicht? Also Glück hat mir die Sau noch nichts gebracht. Ich rufe mal so rüber, Mungo, kannst du mal deine Sau zur Raison rufen? Er ist stille, nur unterbrochen durch ein Schnufen und ein leises Quieken. Und dann kommt vom Nachbargrundstück hinter einer weiteren Hecke eine Stimme hervor. Ich glaube nicht, dass der jemals diese scheiß Sau zur Verzeihung, dieses Schweinchen zur Raison bringen wird. Was denn jetzt? Dann gehe ich mal ein Stück vor und versuche mit dem Tor das Schwein so zur Seite zu schieben. Du stemmst dich da dagegen. Das Schwein lässt tatsächlich dich auch mühelos das Tor aufmachen und kommt dir dann fröhlich entgegengetrabt. Seine runtergeklappten Ohren wippen. Mit seiner Schnauze tupft es dich an. Und aufgrund der Tatsache, dass ihr nun mal Hobbit seid, ist dieses Schwein fast brusthoch, ja, oder höher für dich. Groß. Und rempelt jetzt gegen euch, schnufft an euren Taschen, versucht rauszufinden, ob ihr irgendwo noch was zu essen habt. Und wahrscheinlich, also ich meine, es wäre seltsam, wenn keiner von euch was zu essen in den Taschen hat. Das heißt, so ein Kantenbrot vielleicht? Könnte man ja teilen. Ja. Ich sehe, auch vor ist vorbereitet. Ja, ich habe immer so ein paar Kekse dabei, so ein paar Non-Branding-Kekse und stecke dem Schwein, aber mit wirklich den spitzesten Fingern und die Hand ist sofort wieder zurück. Offenbar kann das Schwein nicht, er traut dem Schwein nicht. Das Schwein nimmt diesen Keks entgegen und natscht und schmatzt da fröhlich drauf rum und trippelt dann zur Seite. Der Garten sieht umgegraben aus, regelrecht. Mm. Die Blumenbeete sind zerwühlt, von innen ist am Zaun genagt und es riecht auch ein bisschen streng, würdet ihr fast sagen. Rechts über den Zaun späht der Nachbar. Ein Hobbit mittleren Alters mit recht wenig lockigem, sogar fast ordentlich könnte man sagen, dunklem Haar, das inzwischen mit ein bisschen grau durchschossen ist und einem fein getrimmten Backenbart, der seine Pfeife in den Mundwinkel gehängt hat und mit zusammengezogenen Augenbrauen in eure Richtung späht. Hieronymus kriegt fast einen Herzinfarkt beim Anblick des Gartens. Hier ist ja wirklich gar nichts. Kein Stein auf dem... Hier ist alles in Unordnung. Ich wette, der Weißfuß hat nicht mal Trüffel gefunden in seinem Garten. Wer sucht denn in seinem eigenen Garten nach Trüffel? Verdammt!
Vorsicht, wo ihr hintretet. Vorsicht, wo ihr hintretet. Hier können überall irgendwelche Landminen herumliegen, wenn ihr versteht, was ich meine von dem Schwein. Oh ja. Dann, ja, mit spitzen Zehen zur Tür. Tja, dann, ich meine, sonst stehen wir hier ewig, oder? Ich hoffe mal, dass es drin besser aussieht. Keine Antwort, aber als du an die Tür klopfst, bewegt sie sich ein bisschen. Sie steht tatsächlich offen. Ach hey, Hieronymus, da kann ich jetzt aber nicht einfach rein, oder? Nicht wahr? Also das ist ja Hausrecht. Das ist vollkommen korrekt. Man stellt sie erst einmal an die Türpforte, ruft hinein. Hallo, ist da jemand? Mungo! Das Schwein drängt von hinten gegen deine Beine und gegen deinen Rücken. Als ja, würde ich es gehe in das ja Haus rein. Ich gehe ja schon rein. Wir betreten jetzt ihr Heim. Wir kommen in Frieden. Und ich trete ganz vorsichtig in die Diele. Wir sind in der Begleitung des sehr kurzen Arms des Gesetzes. Ja, ich stoße ein bisschen Tobold an und komm dann rein. Ich kieche auch leise vor mich. Drin sieht es deutlich ordentlicher aus. In dem ersten Raum, von dem nach rechts und links ein Gang abgeht, tiefer in den Hügel hinein, ist vor allen Dingen Raum geschaffen worden. Da ist ein kleiner Ständer für Gehstöcke und mehrere Haken, um Mäntel und dergleichen aufzuhängen. Und das ist alles ein bisschen sortiert worden und Sachen aufs Fensterbrett gelegt worden stattdessen, um Platz für ein sehr, sehr großes Weidenkörbchen zu machen, zu dem das Schwein jetzt auch zielstrebig hintrippelt und sich mit einem langen und angestrengten Schnaufen hineinfallen lässt. Ein Bett für das Schwein. Manche Leute legen ja nur Stroh aus, aber gut, jeder wie er möchte. Hallo? Die anderen fragen sich, warum er keine Frau findet, der weiß Fuß. Ist er immer noch stille? Das Schwein horcht aber auf, als du Hallo rufst? Die haben ja schon Hallo gesagt, bleib liegen. Ich gehe einmal in die nächste beste Tür hinein und rufe wieder. Und findest dich in der Speisekammer wieder, die gut ausgestattet ist? Daraufhin steht das Schwein auf, erwartungsvoll. Mach sie schnell wieder zu. Falsche Tür. Du kannst nach links spähen, da ist die Küche gegenüber von der Speisekammer praktisch gelegen. Und geradeaus siehst du die ausgelegten Teppiche und ein Fußstühlchen zum Hochlegen. Und Tisch und die Fensterbänke, würdest du sagen, das ist wahrscheinlich die gute Stube. Ah, dann lassen Sie die Stube gehen, da wird er sich ja wahrscheinlich irgendwie aufhalten. Mungo, hallo. Prüf nochmal den Brief. Hat er heute geschrieben? Ja, er hat geschrieben, sobald der Brief bei euch eintrifft. Gibt es doch nicht. Wer geht jetzt wohin? Hieronymus geht in die gute Stube? Ja, ich lasse Hieronymus vorlaufen. Ich schaue ein bisschen zu Tobold, ein bisschen hilfesuchend. Vielleicht schläft der Mungo ja noch. Kann man vielleicht mal ans Schlafzimmer klopfen? Ja, aber wir sind doch jetzt nicht gerade leise gewesen. Du, vielleicht hat er einen festen Schlaf. Dann klopf mal. Ja, ich klopf mal ordentlich an. Du klopfst ans Schlafzimmer und hörst nichts. Währenddessen geht Hieronymus in die gute Stube und dann fällt ihm auf, dass der Sessel ist verschoben. Da ist einer von den Gästestühlen am Tisch umgekippt. Das fein gehäkelte Deckchen, das dort wahrscheinlich eigentlich mittig liegen sollte, ist halb heruntergezogen. Und dann siehst du einen großen, haarigen Fuß, der hinter einem breiten und bequemen Sofa hervorschaut. Ich gehe ganz vorsichtig in die Richtung. Hallo? Weiterhin nichts. Der Fuß nicht. Regt sich nicht. Stoß den Fuß mal so an und guck dann vorsichtig, ganz vorsichtig hinter das Sofa. Und da liegt Mungo Weißfuß, halb zusammengekrümmt, eine Hand vor dem Gesicht, die andere gegen die Brust gepresst. Still da und das Einzige, was du ansonsten noch ausmachen kannst, ist ein bisschen eingetrocknetes Blut an seiner Stirn. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ofo, Tobold, ich habe ihn gefunden. Kann jemand von euch Erste Hilfe? Mungo, jetzt wird doch nicht. Ich schüttle ihn so ein bisschen und guck, ob er noch lebt. Er ist kühl. Und naja, es hat schon ein bisschen so eine Steifigkeit eingesetzt. Die Haut fühlt sich wächsernd und komisch an. Und als du an ihm schüttelst, du siehst, dass das eine, ein blaues Auge noch offen steht, in seinem Gesicht, das angestrengt verzogen ist und offensichtlich auch so geblieben ist. Der Mund steht etwas offen und wenn du ihn hin und her drehst, rappelst du vor allen Dingen an dem Sessel beziehungsweise an dem Sofa, hinter das er gefallen ist. Und du hörst hinter dir nicht nur die beiden anderen Hobbitze, sondern auch das Trapp, 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 Trapp von dem Schwein, das sich jetzt nähert. Was machst du denn mit dem armen Mungo? Haltet das Schwein hier raus! Das hier ist jetzt ein Tatort!
Ein Tatort. Warum? Was hast du denn gemacht? Ich habe gar nichts gemacht. Er war schon so. Er liegt hier schon so kalt rum. Ich glaube, er ist tot. Ein Mord in Hobbingen. Sowas hat es seit 473 Jahren nicht mehr gegeben. Das ist das Schlimmste, was hier je passieren wird. Nachdem also, dieser Gandalf ist schlimmer als hier dieser war. Gandalf. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, das kann man sagen. Ja, vom Oder vielleicht hat das Schwein ihn auch. Ihr könnt alle mal eine Probe auf Awareness ablegen, also auf Aufmerksamkeit, ob euch etwas auffällt, was gerade passiert, während ihr da in der Wohnung steht und euch darüber unterhaltet, ob das schlimmer ist als Gandalf oder nicht. Dass Mungo Weißfußens zu Tode gekommen ist in seinem Wohnzimmer. Wie gesagt, ihr habt unter ich dem mal schnell hintereinander 10 und 8, 18. Bäm. Ja, schön. Also ich werfe erst einen 12er. Genau. Mhm. Und dann 2 die 6er. Ein 1? Es ist nicht so viel. Ja. Okay. Und dann für jeden Punkt in Awareness? Noch eine W6 hinterher. Ich habe eine 10. Eine 10 insgesamt. Mhm. Die habe ich auch. Gut, gut. Aber die Sache ist, ihr müsst es ja vergleichen mit eurem Schwellenwert in dem Attribut. Wer hat es geschafft? Nicht funktioniert. Der Ben hat es geschafft. Ja. Das heißt, während Offo noch da steht und mit den anderen diskutiert, drehst du dich ein bisschen rum und siehst zum Fenster raus, dass jemand an der Gartentür ist. Und nicht nur ein jemand, sondern gleich mehrere. 3 junge Hobbits mit sehr ähnlichen Frisuren, sehr ähnlichen Westen. Nur eine ist blau, eine ist grün, eine ist gelb, aber gleicher Schnitt. Die dort das Tor gerade öffnen und in den Garten spähen. Mit ähnlich entsetzten Mienen wie Hieronymus vorhin. Da sind Jungvolk ist da draußen. Ja, ich spurte mal zur Eingangstür. Oh, der Erste bleibt stehen. Offo, was machst du denn hier? Briefgeheimnis. Was macht ihr denn hier? Wer ist denn hier? Wer seid denn ihr? Wer ist denn das? Oh, Entel, Mendel und Gob. Entel? Weißfußens. Wir sind die Neffen. Und der alte Mungo wollte mit uns und anderen Teilen der Familie sprechen über Dinge, die zu erledigen waren. Ich meine, er ist ja schon ein bisschen älter geworden und der versucht so an dir vorbeizuspitzen, in die Wohnung hinein oder durch ein Fenster hinein. Ja, ist richtig. Wir sind auch gerade, also hier sind Tobold und Halbcousin Neffe Hieronymus ist auch hier. Also ganz, ganz viele sind geladen anscheinend. Aber er ist jetzt gerade gar nicht da. Aber wo ist er denn? Er wird doch wohl nicht. Ist er mit dem Schwein wieder Pilze suchen? Das Schwein. Ich guck mal kurz nach dem Schwein. Moment. Das Schwein steht inzwischen im Wohnzimmer. Ah, nein, nein. Ich versuche es von der Leiche fernzuhalten. Nein. So stellst du dich davor. Nein. Du kommst Speisekammer für das Schwein. Ich mach die Speisekammer auf und dann vielleicht ist das viel interessanter für das Schwein. Dann dreht es tatsächlich den Kopf, gibt dann so von sich und trabt direkt in die Speisekammer und fängt an, sehr methodisch von unten nach oben eins von den Regalbrettern nach dem anderen dort auszuräumen von allen Dingen, die essbar sind. Oh. Es gibt einen Schmatzen und Knirschen und Knuspern in Tiefen. Der gute Käse. Zumindest steht es nicht im Weg. Ja, wir warten einfach darauf, dass Mungo wieder zurückkehrt. Oh, ja gut. Ich meine, Onkel Mungo hätte sicher nichts dagegen, wenn wir hier alle gemeinsam warten. Ich meine, er hatte ein gutes Blättchen zurückgelegt, da kann man doch sicher. Und er zieht so eine kleine Pfeife aus seiner Weste heraus, sich mal gemütlich zusammensetzen und mal drüber reden. Ich meine, hattest du denn viel zu tun mit dem alten Mungo? Nein, und ich kann auch nicht lügen. Tobold, Hieronymus, kommt jemand bitte kurz. Gibt es in der Stube irgendwo ein Stück Kohle? Ja, da ist tatsächlich ein kleiner Ofen und der ist irgendwann wohl heruntergebrannt und es sind ein paar Kohlen übrig geblieben. Ich beginne die Umrisse von dem Toten zu malen. Auf dem Boden hinter dem Sofa. Was macht ihr denn da? Ach, was soll's? Was ist denn los? Wer ist denn da jetzt? Ja, die 3 Neffen vom alten Weißfuß. Noch mehr Familie. Oh. Aus demselben Grund wie wir hier. Dann gehe ich, vielleicht, ich guck mal, ja, ich komme. Ich würde mal so etwas verlegen nach vorne stapfen.
Was ist denn hier los, meint Entil, während Mendel und Gob hinter ihm sich die Länge, die Hälse lang machen. So, wer ist denn da alles drin? Jungs, ihr müsst jetzt sehr stark sein. Willst du wirklich? Euer Onkel ist gerade verhindert. Und vielleicht solltet ihr lieber draußen auf ihn warten, denn er scheint, ja, ihm geht es nicht gut. Ihm geht es nicht gut. Halt dir wieder die Scheißerei. Oh. Vielleicht etwas schlimmer als das, aber ja, es ist ein schrecklicher Anblick. Ach du gute Güte. Naja, ich meine, wenn er sich erholt, wer ist denn da noch anders? Aber wir können ja hier draußen sitzen. Das Wetter ist so wunderbar. Ja, genau. Ja, bleibt hier draußen. Ich bringe euch das Kraut raus. In der Bude raucht man eh nicht in der Stube. Und dann könnt ihr draußen rauchen. Wir kommen dann auch gleich raus. Ja, das klingt doch. Also, ich meine. Ich hoffe, es geht dir bald besser, Onkel Mungo. Entil hier und Mendel und Gob, deine Lieblingsneffen. Und dann setzen sie sich auf die Bank, die vorne an dem Mäuerchen angebracht ist, und tuscheln untereinander. Du, Hieronymus, was machen wir, wenn die ganze Familie hier auftritt, wenn das irgendwie so eine Art Vorgeburtstagsfeier oder sowas wird? Wir müssen diesen Fall lösen, bevor die kommen. Wir können nicht zulassen, dass das hier an den Dorfbüttel übergeben wird, dieser Taugenichts. Der wird hier nie etwas herausfinden. Hört zu, ihr beiden. Das ist unsere Chance. Ich meine, der gute Mungo, der liegt jetzt hier schon tot. Und er kann jetzt auch noch eine Stunde hier tot rumliegen. Aber das ist unsere Chance, endlich mal für Ordnung zu sorgen in diesem Dorf. Ja? Wir müssen herausfinden, warum er uns eingeladen hat. Es muss doch irgendwas geben. Hinweise suchen. Wir müssen den Tatort absperren. Wir brauchen ein Vergrößerungsglas oder so etwas. Vergrößerungsglas? Woran ist er denn gestorben? Hast du vielleicht schon mal nachgesehen? Naja, er ist relativ kalt. Vielleicht ist er erfroren. Ja, so kalt ist es jetzt noch. Oh, er ist erfroren. Ich schaue mir jetzt auch mal an. Aber mit so. Ja. Ich bin auch ein bisschen bleich um die Nase. Also, ich meine, es ist Winterfeld, also der Monat, der dem Oktober entsprechen würde, nach Hobbit-Rechnung. Aber der Tag hat eigentlich noch mit Sonnenlicht begonnen und der Tau hat sich inzwischen gänzlich verzogen. Und offensichtlich hat das Feuer noch eine Weile gebrannt in der Nacht, sodass es nicht kalt ist in dem Hobbitloch, sondern nur ein bisschen kühl vielleicht. Er hat eine Verletzung, hast du gesagt. Ja, er hat etwas Blut an der Stirn. Das konntet ihr sehen, sobald ihr einen Blick hinter das Sofa geworfen habt. Von einem Schlag. Oder ist er nur gestürzt? Ach, ein Knüppel. Jemand hat ihm von hinten... Offo, setz dich doch mal hier auf das Sofa. Was? Ja, ich setze mich auf das Sofa. Ich kram derweil meinen Brief raus. Wann hat er mir diesen Brief abgegeben in meiner kleinen Poststelle? Gestern, dem Stempelchen nach. Ja, ich habe das gestern gestempelt. Stimmt, gestern wurde das eingeworfen. Hat er sie persönlich gebracht? Ja, wenn er es verschicken will, bringt er es an meine Poststelle, dann stempel ich das und dann bringt es am nächsten Tag zu euch. Ich stelle mich bedrohlich hinter Offen und versuche herauszufinden, wie der Schlag dann gekommen sein muss, um den armen Weißfuß umzubringen. Ich schaue Tobold an und erkläre, wie Post funktioniert. Ich finde, dann kannst du mal einen Wurf auf Scan machen. Also wenn du tatsächlich nach gezielt was suchst. Okay. Aha, was ist, wenn ich da gar keine Würfel habe? Dann würfelst du einen W12. Und wenn du eine 12 würfelst, schaffst du es. Okay. Oder du kannst Hoffnung ausgeben und dir einen W6 kaufen. Hoffnung ist ein wichtiger Wert. Da habe ich relativ viel drin anscheinend, glaube ich. Ihr seid alle sehr hoffnungsvoll, Hobbits. Gut. Dann würde ich gerne Hoffnung ausgeben dafür. Wie viel muss ich dafür ausgeben? Du darfst einen ausgeben und dann kriegst du einen W6. Ah, das ist ja günstig. Dann mache ich das doch. Ich würfe mal mir hier. Nein, eine 12 sollte trotzdem nicht, gerade so nicht reichen. Schade. Ja, das heißt, du stehst vor allen Dingen bedrohlich hinter Offo, während der erklärt, wie das funktioniert mit der Post und mit dem Abgeben von Briefen, und hebst unterschiedliche Gegenstände und die Faust und guckst, wie das irgendwie so funktionieren würde. Du bist dir relativ sicher, von hinten, also direkt von hinten nicht, weil er an der Stirn getroffen wurde.
Es war nicht von hinten. Wow. Also muss er von vorne ermordet worden sein. Also war es jemand, der ihn, den er kennt. Familie vielleicht. Was glaubst du, wie lange er schon da liegt? Ich meine, wie gesagt, gestern früh hat er die Briefe abgegeben und dann hat er wahrscheinlich vorbereitet, weswegen wir kommen sollten. Aber meinst du, er liegt die ganze Nacht schon hier? Wollt ihr ihn euch denn genauer anschauen, den armen Tropf? Ungern, aber ja. Tobold, mach du das doch mal. Du guckst doch auch sonst immer irgendwelche langweiligen und toten Sachen an. Ja, das Sofa muss dafür ein bisschen verschoben werden. Was? Habe ich nicht gesagt. Was? Okay. Es gibt übrigens auf einmal ein leises Klopfen an der Tür. Ich mach das schon. Ich geh zur Tür. Das Rauchkraut. Ja. Oh, Hieronymus, ja. Das Rauchkraut. Das kommt gleich. Ja, Offo bringt das gleich. Ah, wunderbar, wunderbar. Es ist ein viel zu schöner Tag, um mich ein bisschen sehr entspannend ein Pfeifchen anzumachen. Mach die Tür schnell wieder zu. Aber gut. Das Sofa muss ein kleines bisschen gerückt werden und dann kann man den armen Mungo genauer sehen und könnte ihn sich genauer anschauen. Das wäre auch wieder ein Wurf auf Scan. Es können gerne alle, wir können jetzt sozusagen, Tobold schaut sich den genauer an. Und jetzt, wenn jemand anders ihm helfen will, wäre die Frage, dann müsstet ihr sagen, auf welche Art und Weise wollt ihr denn helfen dabei? Oh, wo geh mir doch zur Hand. Wenn du hier vielleicht ein bisschen festhalten könntest und ich schaue hier und... Ich will ihn nicht anfassen. Was genau willst du ihn anschauen? Die Wunde oder wie er liegt oder was? Die Wunde zuerst, ja. Schaue ich mir seine Weste und seine Klamotten an. Da muss ich nämlich nicht oben auf die Wunde gucken. Schau nach, ob etwas fehlt. Ha! Gut. Dann könnt ihr gerne, wenn ihr beide einfach gucken wollt, dann könnt ihr beide auf Scan würfeln. Da ist eine 7 hereingeklappert kommen. Und eine 10 wieder nur. 10. Ich habe Scan sogar 2. Wie gesagt, ihr könnt euch mit Hoffnung weiter würfeln. Ach, stimmt. Ja, ja, das auch nach dem Wurf noch. Ich glaube, ich würde das jetzt einfach mal. Dann werde ich mal auch ein Erlauben. Ja, komm, eine Hoffnung geht immer. Hoffnung ist. Nee. Dann möchte ich auch. Ich habe auch Hoffnung. Ja. Ist ja super. Okay. Kurze Anmerkung übrigens. Ich habe die letzten 3 Tage einfach Druckbetankung gemacht, neben anderen Sachen her und das System gelernt. Also falls etwas nicht exakt stimmt zu dem, was im Regelbuch steht, verklagt mich doch. Also, Hoffnung ausgegeben, aber nicht so wirklich was gefunden. Oder das ist zumindest nichts Spezielles, sondern nur tatsächlich, nachdem ihr ihn ein bisschen hin und her dreht und schaut, erstens ein Zettel in der Westentasche, auf dem eine Reihe von Namen steht und dann jeweils ein kleines Häkchen darunter. Da steht unter anderem auch Offel Boldawin Hornbläser. Da steht tatsächlich auch ein Hieronymus Strafgürtel und ein Tobold Gamgee. Ja, haben wir. Entil Mendel und Gob Weißfuß. Weißfußen, ja. Goldine Braunlock und Farbo Weißfuß. Goldine Braunlock, ist das die Tochter von Gnieser und Bordi? Oder? Du glaubst, es ist ihre Nichte. Ah, ja. Die Goldine. Goldlöckchen, das haben wir immer gesagt. Die hat als Dienstmädchen gearbeitet bei Mungo, wenn du dich richtig erinnerst. Und noch ein Weiß. Und dann wird dir klar, als du dran rumnestelst, dass die Weste auch blutig ist. Ja, ich habe Blut an den Fingern. Eine weitere Wunde. Ich mache sie mal vorsichtig auf. Mit ein bisschen Zupfen und Ziehen. Mhm. Seht ihr, dass tatsächlich er eine Stichwunde hat, die ihn seitlich in der Flanke getroffen hat? Aber wenn man sich nicht genauer damit beschäftigen will, ist schwer zu sagen, wie tief. Nur er hat ein Weilchen geblutet. Hieronymus. Ich suche währenddessen das Rauschkraut. Ja, du musst tatsächlich über die Sau, die immer noch in der Speisekammer zuteilen. Ich schieb sie so ein bisschen zur Seite. Ja, mit einem Kranz Würstchen im Maul lässt sie sich tatsächlich ein paar Schritte rückwärts schieben und natscht darauf fröhlich drauf rum, während sie sich mit ihren kleinen Augen anschaut. Verdächtig fröhlich. Nein, eigentlich nicht verdächtig. Du wärst wahrscheinlich auch deutlich fröhlicher, wenn du ein Kranzwürstchen in Tours hättest. Und findest dann den Krug, in dem das Rauchkraut untergebracht ist. Ich nehme den Krug, mach die Tür auf, Stein vor der Tür, bitteschön, und mach die Tür schnell wieder zu. Ja. Danke, dass du mir da...
Hat der Raum, in dem wir sind, ein Fenster, die man vielleicht noch schließen müsste, damit nicht zu viel nach draußen dringt von unserem Gerede? Das Fenster ist geschlossen, aber man könnte noch Vorhänge davor ziehen, falls die Leute anfangen reinzuspähen. Zur Sicherheit, ja, zur Sicherheit. Gesundheit. Ja. Das heißt, die Gardinen werden zugezogen. Mungo Weißfuß liegt tot mit zwei Wunden in seinem Wohnzimmer. Das Schwein randaliert immer noch irgendwo im Gang, treibt rauf und runter. Und Hieronymus kommt zurück? Ja, ich würde jetzt nach dem Ruf von Offo zurückkehren. Was ist denn? Habt ihr herausgefunden, wie er gestorben ist? Er wurde in der Seite, Blut an den Händen und 8 Personen sind geladen. 8? Mhm. Mit uns oder ohne uns? Mit uns. Also 5 Verdächtige. Wobei ich weiß noch nicht, ob ich euch komplett ausschließen kann. 8, ich meine, wenn jemand Mungo heute Nacht erlegt hat, kann das jeder sein. Na, ich kann es ja nicht gewesen sein, denn ich würde sowas niemals tun. Na, ich auch nicht. Das ist auch mein Alibi. Gut, dann sind wir uns ja schon mal einig. Na ja, dann sind es doch nur noch 5. Hm. Ja, eine Braunlock, Goldinen und noch ein weiterer Weißfuß. Ja, die braunen Loks, die sind auf jeden Fall verdächtig. Immer stets verdächtig, kann ich nur sagen. Also schau dir mal an, hier Stichwunde. Und ein Schlag. Ja, oder er ist auf dem Kopf. Oder er ist gestürzt, das kann natürlich auch sein. So genau will ich mir das eigentlich auch nicht ansehen. Gibt es hier einen Schreibtisch oder so etwas? Oder einen Sekretär? In der guten Stube nicht, aber wenn du nicht in der restlichen Wohnung umschaust, könnte sich vielleicht noch irgendwas auftreiben lassen. Jeder ordentlich auf. Außer irgendwo muss er ja seine Briefe auch geschrieben haben. Und seine Buchhaltung. Dann gehe ich mal rum und schaue, ob ich einen Sekretär finde. Du findest tatsächlich eine kleine Schreibstube und siehst vor dem Fenster Gopp Weißfuß stehen, der hereinspäht. Hebt sein Pfeifchen. Sehr gutes Kraut. Und ich mach die Gardine zu. Alle ganz schön neugierig hier, diese blöden Hobbits. Moment, ich bin selbst einer. Was sagt das über mich aus? Naja, wo ist denn jetzt das Geschreibsel? Da ist ein Schreibpult mit einem gemütlichen Stuhl davor und mit einer Öllampe, die allerdings aus ist. Und da sind tatsächlich eine Reihe von Blättern ausgelegt, die Feder daneben sauber abgestreift und weggesteckt und das Tintenfässchen zu. Und da sind eine Reihe von Sachen aufgelistet. Das scheinen Besitztümer zu sein. Da steht an erster Stelle das Haus und dann eine Reihe von besonderen Bestandteilen des Haushalts, wie zum Beispiel ein sehr schönes Geschirr, wie das silberne Besteck. Dann kommt tatsächlich relativ bald Agathe, das Trüffelschwein, das dort eingetragen ist. Und ein bisschen was an Schmuck und schlussendlich unterstrichen mit 2 sauer geführten Federkielstrichen der Dolch. Aha! Was denn? Und dann eine kleine Notiz, ein Pfeilchen dran, Tobold fragen. Tobold, ich soll dich etwas fragen. Ja, nur zu, im besten Fall habe ich eine Antwort. Ich komme mit dem ganzen Papierchen zurück in die Stube gelaufen. Weißt du etwas von einem Dolch? Hier steht dein Name und hier steht Tobold fragen. Tobold, ich hätte nicht von Was dir gedacht, hast du mit dem Dolch gemacht, Tobold? Gib es zu, du warst es, aus Habgier. Was wolltest du denn haben und gieren? Kenne ich diesen Dolch? Du weißt nicht wirklich was von einem Dolch. Also ich meine, du hast eine ganze Menge Dolche im Mattomhaus. Ja. Aus der Zeit, als der Bullenrassler mit seiner Armee gegen die Orks geritten ist. Aber so ein spezifischer Dolch, der mit Mungo zu tun hat, da bist du dir jetzt echt nicht sicher. Also von dem hat er mir noch nicht erzählt. Nein. Kann er jetzt auch nicht mehr, weil er ihn wahrscheinlich in sich hatte. Ich gebe zu, dass ich in meinem Leben schon mehrfach Dolche in der Hand gehalten habe, aber innerhalb der letzten, sagen wir, 51 Stunden nicht. Das kann ich nicht behaupten, außer Brieföffner zählen nicht als Dolche. Steht da auch Offo drauf irgendwo? Hm.
Nein, da steht nirgendwo Offo-Fragen oder sonst irgendetwas. Einen weiteren Wurf auf Awareness, bitte. Ich würde mal schauen, ob hier in der guten Stube irgendwo Blut an den Möbeln ist. Das ist dann wiederum Scan, wenn du gezielt versuchst. Ich werde mir nochmal einen weiteren Würfel erkaufen, weil ich jetzt mal einen Wurf schaffen würde, gerne würde. Ja. Schauen wir mal. Und ich erwähne hier übrigens nochmal freundlich, dass ich tatsächlich die Schwierigkeit gesenkt habe. Denn normalerweise wären die Schwellenwerte höher, aber es gibt einen, sozusagen einen Übungsmodus, wo man die Schwellenwerte um 2 Punkte senkt. Das sieht aber doch gut aus. Wir hatten eine 10, eine 6, eine 2, eine 18. Ich habe es auch geschafft. Doch, sollte ja, doch. Ach, ihr macht das mit dem Würfeln. Und ist okay. Also. Hieronymus hört tatsächlich ein leises Knarzen, so als würde jemand eine Tür oder ein Fenster öffnen. Ich laufe schnell in die Richtung, wo ich das Geräusch höre. Das ist tatsächlich aus der Schlafstube gewesen, das Geräusch. Du kannst das jetzt, wo du vor der Tür zu dem Schlafzimmer stehst, hörst du tatsächlich auch ein leises Scharren und dann ein Gdunk, als wäre etwas umgekippt. Ich trete die Tür auf und rufe: Halt, stopp! Ein junger Hobbit mit flusigem Haar fällt vom Fenstersims, wo er gerade hereingeklettert ist, nach innen an dem Bett gezielt vorbei. Und es gibt nur ein leises Klock, als er den Ellenbogen sich an dem Bettrahmen anhaut und dann ein als er sich am Boden windet. Ist es Entel, Mendel oder Gob? Nein, es ist keiner von den drei. Verdammt. Du würdest am ehesten noch, du versuchst ja alle hier am Ort im Auge zu behalten, sagen, dass das Farbo Weißfuß ist. Farbo, bist du das? Der flusige Kopf des jungen Hobbits erscheint hinter dem Bett mit tatsächlich so ein bisschen Wasser, das eben an den unteren Augenlidern steht. Ja. Warum nutzt du nicht die Eingangstür, sondern das Fenster? Das ist äußerst ungewöhnlich. Entel, Mendel und Gob sagten, dass gerade niemand rein soll, aber ich wollte dringend nach Mungo sehen. Wo er die drei erwähnt hat, erscheint bock, 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 die drei Köpfe von Entel, Mendel und Gob am Fenster. Farbo, empört sich Entel. Du bist hier einfach eingestiegen. Unglaublich. Ihr kleinen Satansbraten, ihr habt ihn doch dazu angestiftet. Wir haben hier draußen nur gesessen und geraucht und darauf gewartet, dass uns die freundlichen Herren reinrufen. Wie geht es denn dem Mungo? Liegt er denn hier im Bett krank, wie er ist? Nein, er liegt nicht im Bett. Er liegt im Wohnzimmer und liegt dort. Ihm geht es nicht so gut. Und es ist vielleicht ansteckend, deswegen solltet ihr jetzt schnell wieder raus und ich versuche, Farbo wieder so Richtung Fenster zu schieben. Aber ich wollte doch nur, ich meine, Raus. Wir melden uns bei euch, sobald wir wissen, wann es ihm etwas besser geht. Es ist also, er landet auf dem Fenstersims und klettert dann etwas umständlich wieder nach draußen. Aber es gibt ein paar Dinge, die ich wirklich gerne hätte. Aber was hättest du denn gerne für Dinge? Er schaut zur Seite, läuft rot an. Zufällig ein Dolch? Was? Nein. Er wirkt fast erleichtert, dass du Dolch gesagt hast und nicht irgendwas anderes. Nee, wo sollte ich einen Dolch suchen? Oder das Schwein? Was ist mit Agathe? Geht sie ihr gut? Ist Agathe der auch geht's krank? Vortrefflich. Ja, du hörst hinter dir. Sie ist irgendwo inzwischen bei dem eingemachten Gemüse angekommen und hat offen mehrere Krüge umgeworfen. Es riecht jetzt inzwischen auch leicht nach saurem Eingemachten. Ja, der geht's gut. Macht euch keine Sorge um Agathe. Ah. Ja, aber was hast du denn gesucht? Nichts. Na, jetzt tu mal nicht so. Mir kannst du es doch verraten. Ich meine, ich bin schließlich der vertrauenswürdigste Hobbit hier in ganz Hobbingen. Ja, würfel doch mal auf Überzeugen, auf Persuade. Ja, das kann ich sogar ein bisschen. Und da habe ich ein Pünktchen davor. Das heißt, du darfst 2 W12 würfeln und den besseren nehmen. Vortrefflich, dann gucken wir doch einmal. Das ist schon mal eine 11 und eine 23, das reicht. Das reicht.
Vermutlich ziemlich locker. Also ich will, ja. Ich will nicht wissen, wie schlecht deine Werte sein müssen. Negativen Bereich. Ja, der läuft wieder ein bisschen rot an. Dann rückt er näher ans Fenster ran. Meine Gedichte. Deine Gedichte. Mungo hat gesagt, ich soll ihm sie geben und er schaut mal drüber. Und ich suche sie für dich und gebe sie dir raus. Aber versprich, dass du jetzt draußen bleibst, klar? Ich bleib draußen. Sag Mungo lieben Gruß von mir und ich hoffe, dass es ihm bald besser geht. Richtig, ihm aus. Ich bringe dir gleich die Gedichte raus. Und ich mache das Fenster wieder zu, sobald er draußen ist, und ziehe wieder die Vorhänge zu. Diese verdammten Jünglinge. Ich mache mich auf die Suche nach den Gedichten. In der Schreibstube findest du tatsächlich, nachdem, wenn du die Ablage hochklappst, findest du darunter mehrere Zettel mit handschriftlichen Gedichten, wo Mungo wiederum dann Notizen dran gemacht hat, wie man sie verbessern kann. Sie sind harmlos, aber auch nicht gut. Ich korrigiere Rechtschreibfehler. Gut, Hieronymus ist am Rechtschreibfehler korrigieren. Was machen Offe und Tobold denn währenddessen? Wollt ja die Möbel anschauen und hat ja eine 18 gewürfelt, für ob da Blut ist, ob er irgendwo wirklich mit dem Kopf angeschlagen ist. Aber ganz kurz fürs System, hat Steffen gerade eine 11 mit dem W12 gewürfelt? Habe ich das richtig gehört? Was ist? Oh, dann gilt die als 0. Ups, Entschuldigung. Ich wollte nur wissen, was Saurons Auge eigentlich. Achso, tatsächlich ist dann hättest du den anderen Würfel nehmen dürfen. Dann hätte ich trotzdem noch eine 15 gehabt und hätte es auch geschafft. Okay. Ja, aber das stimmt. Okay, danke für den Hinweis. Die 11 und die 12 sind besondere Ergebnisse auf dem W12 und die 6 ist ein besonderes Ergebnis. Ich dachte tatsächlich, du hättest dich versprochen, Mairi, und ich dachte, du meintest eine 1. Und das war dann das ist tatsächlich 12. Die 11. Okay, alles klar. Mhm. Okay. 1 bis 10 ist normal, 11 ist das Saurons Auge. Gut, nachdem ich gepetzt habe, ja, ich suche nach dem nach Blut oder nach irgendwelchen Spuren an denen. Das suche ich. Und wenn drüben dann Tobabo und Stimmen hören, schaue ich zu Tobold und habe ich Fabo gehört? Es kommen immer mehr von. Ja, aber schau mal, dann haben wir jetzt Entel, Mendel, Gob, dich, mich, Fabo und Hieronymus. Dann fehlt ja nur eine Person auf der Liste. Und würde denn die Täterin, Goldine, zum Tatort zurückkommen, oder? Ich meine, alle anderen kommen gerade wieder, ohne zu wissen, was sie erwartet. Du, ich. Aber kommt der Täter nicht immer ein zweites Mal an den Tatort? Keine Ahnung, ich bin kein Täter und ich habe davon noch nie was gehört oder gelesen. Ich weiß es nicht. Und während du redest, schweift dein Blick immer noch die ganze Zeit über das Wohnzimmer auf der Suche nach irgendwelchen Spuren. Und da, eine große und schwere Vase, in der ein paar dekorative Zweige drin stehen. Da ist am Rand ein bisschen was an getrocknetem Blut. Schau mal dort. Als du hinschaust, siehst du, dass jemand versucht hat, das meiste davon abzuwischen. Ich das nicht. Hat aber ein paar Spritzer übersehen. Guck, Torwart. Wenn wir bei Klischees bleiben, wäre ja der Mörder auch immer der Gärtner. Und Gamchi! Ich möchte nicht sagen, dass Gärtner nicht einen zweifelhaften Ruf haben. Doch würde ich einen Gärtner mit dem Namen Gamchi nicht verdächtigen. Grundsätzlich nicht. Dann sag mir, was du hier in der Vase siehst. Blut. Ja. Und wie kommt das Blut von da nach da? Hieronymus! Du bist stumm. Gleich. Kommasetzung falsch. Was machst du denn? Ich bin gleich fertig und ich krame die ganzen Gedichte wieder zusammen. Laufe kurz zur Tür heraus, gucke, ob ich... Das Schwein trabt an dir vorbei, wieder raus in den Garten, offensichtlich fertig mit der. Und ich gucke, ob ich Fabo sehe. Und fängt direkt an, rumzuschnüffeln und dann sich in dem Garten zu erleichtern. Und zwar direkt an den Teil des Zauns und der Hecke, die rübergeht zu dem Nachbarn, der da immer noch steht, sich gerade mit Entel, Mendel und Gob unterhält, die da ebenfalls an der Grenze stehen und jetzt alle, seht ihr, jeden Tag, mehrfach, immer das Gleiche mit dem Schwein, immer das Gleiche. Und dreimal hat es schon den Zaun eingerissen und dann war es hier drüben und hat alles durchgewühlt. Das ist kein Trüffelschwein, das ist ein Terrorschwein, sag ich euch. Der Einzige, der sich nicht an dem Gespräch beteiligt, ist Fabo, der allein auf der Bank vorne neben dem Tor sitzt und ihr jetzt hoffnungsvoll entgegenschaut. Ich winke mit den Zetteln.
Der kommt dir entgegen. Danke. Ich würde mal sagen, eine 3 minus. Da ist noch viel Luft nach oben, aber mit etwas Übung kriegst du das schon hin. Du hast sie gelesen? Naja, wer muss ja die Rechtschreibfehler korrigieren. Und du fandest sie nicht furchtbar? Naja, es geht hier nicht um meine persönliche Einschätzung, sondern um meine professionelle Einschätzung als Gelehrter. Danke. Wie gesagt, Grüße an Mungo. Ich schätze, ich weiß nicht, soll ich dann wieder gehen, wenn es ihm so schlecht geht? Ich meine, der wollte eigentlich heute mit bleib, uns allen reden. Bleib gerne hier. Wo ist eigentlich Goldine? Hast du die gesehen? Nee. Wieso? Die gehört ja nicht zur Familie. Ich guck zu. Die gehört nicht zur Familie? Nein, die war sein Dienstmädchen. Ja, na gut. Und war die bisher immer noch ihr Dienstmädchen? Also ist die irgendwie. Wann habt ihr das letzte Mal gesehen? Ich glaube, vor 3 Tagen habe ich sie das letzte Mal gesehen. Wohnt die hier in der Gegend? Oh ja, wenn du den kleinen Stichweg darunter nimmst und dann unten am Wasser dich rechts hältst, das ist kein Hobbitloch, die wohnt in einem Häuschen da hinten. In einem Haus? Ja, in einem Haus, Hieronymus. Gut, wer es mag. Ja, wartet bitte kurz hier und wir klären das alles relativ schnell, sodass wir dann alle gemeinsam wie bald wieder nach Hause gehen können. Aber nicht vergessen, hier bleiben, nicht reingehen. Hoch ansteckend. Oh, sollte ich dann eigentlich. Dann sollte ich nicht mit dir reden, oder? Er macht mehrere Schritte von nein, mir nein, weg. Nein, ich bin immun. Bis später. Ich du bist hier Hieronymus, nicht immun. Immun wohnt da drüben. Ich geh wieder rein. Gehst du da rein? Ja. Offo, Tobold? Ja, du siehst gerade Offo, wie er vor Tobold mit einer erhobenen Vase steht. Wir probieren das aus. Wir haben Blut an der Vase gefunden. Schau. Blut an der Vase? Ja. Ihr meint, die Vase hat ihn umgebracht? Nein. Und er hat sich selbst an der Vase umgebracht? Das ist schwer zu sagen. Ich meine, die stand da drüben und er hat den Stich. Und nur mit einer Vase kann man niemanden erstechen. Das ist das Problem. Und außerdem wäre sie wahrscheinlich kaputt, das wollte ich gerade ausprobieren, wenn man die jemanden, und ich meine, wir wissen alle Mongoran, Dickschädel, ja, also das müssen wir einfach mal sagen, dann wäre die Vase zersplittert. Vielleicht wurde der Mongo ja auch erst dagegen gestoßen, dann ist er umgefallen und dann wurde ihm der Rest gegeben mit dem Dolch. Dolch. Wir sollten nach dem Dolch suchen. Vielleicht ist er noch hier. Wir sollten nach dem Dolch suchen und wir sollten nach Goldine suchen, denn wie ich schon gesagt habe, die braunen Loks, die haben alle braunen Locken, braunen Loks. Ja, Braunlocks. Die haben das Faustdick hinter den Ohren, sag ich mal. Sie wohnt in einem Haus, habe ich gehört. Auf den Dolch. Das steht hier. Ach ja, so ein Zettel. Was steht denn da noch auf dem Zettel? Da steht der Name von dem Schwein, das Haus, Inventar, Gegenstände. Oh, hier steht auch die Vase drauf. Wollte Mungo uns das vererben? Uns und den anderen Pümpen? Es liegt auf der Hand, dass wir vielleicht Geschenke bekommen hätten. Hättest du den Dolch bekommen, weil du ihn wahrscheinlich bei dir in ein Museum gestellt hättest. Zumindest hätte ich einen Kennerblick drauf werfen sollen, um ihm zu sagen, wie viel Wert dieser Dolch dann vielleicht haben könnte. Und wahrscheinlich ist er so viel wert, dass Goldine Braunlock ihn sich einfach so erst erstochen und dann die Tatwaffe einfach mitgenommen. Um sich ein Haus unter der Erde leisten zu können. Da muss ich widersprechen, denn wenn der Dolch benutzt wurde, verliert er deutlich an Wert. Und ich möchte meinen, dass sie damit kein wunderbares Erdloch mehr kaufen könnte. Ja, das kenne ich. Ja, wenn ich Kekse benutze, verlieren sie auch an Wert. Sollen wir dann einfach noch mal suchen, ob wir den Dolch hier irgendwo finden? Denn das Wichtigste an einem Mord ist natürlich die Tatwaffe. Die Tatwaffe. Das heißt, ihr geht einmal durch die gesamte Wohnung durch und sucht nach einem Dolch. Ihr wisst, worauf das hinausläuft. Scan. Denkt dran, dass ihr euch mit Hoffnung Würfel kaufen könnt. Beziehungsweise ihr könnt gerne sagen, dass ihr euch gegenseitig helft. Und dann könnte man zum Beispiel sagen, dass einer von euch mit Athletik die Möbel beiseite räumt. Und jemand anders mit Craft schaut, ob irgendwo versteckte Fächer sind oder sonst irgendetwas, sodass man das ein bisschen verteilen kann.
Ich möchte auf Craft würfeln. Unbedingt. Jawohl. Das heißt, Tobold klopft an verschiedene Sachen, dreht an irgendwelchen Dauben rum und Verzierungen und guckt, ob da irgendwo was versteckt ist. Ich habe Riddle. Ja, habe ich auch. Darf ich mir vielleicht Gedanken darüber machen? Wenn der Dolch dieses Zimmer nicht verlassen hat, oder wo würde ich einen Dolch aufbewahren? Wo würde ich einen Dolch entfernen? Wo würde ich ihn hinpacken, der gerade, Alter, nicht schlecht, der gerade für einen Mord benutzt worden ist? Ja, Tobold ist sehr gründlich und sucht alles in der Wohnung ab. Und dann kann Hieronymus gerne Riddle nehmen. Und was macht Offo? Ich hätte auch geredet, aber das ist, ich sitze vor der Vase und überlege die ganze Zeit, wie das mit der Vase zusammenhängt. Ich glaube, ich mache einen normalen Scan nochmal. Mhm. 13 kommen. Eine 12, damit hast du die Gandalf ohne gewürfelt. Das ist also auf jeden Fall gelungen. Du kannst W6, wenn du welche hast, jetzt noch würfeln, um zu schauen, ob du 6 würfelst. Nee, denn der Ramon hat für Tobold eben 2 Sechsen gewürfelt. Ja. Die kann er ausgeben noch für besondere Ergebnisse. Zum Beispiel, falls ihr bei euren Würfen versagt, kann er sagen, nein, ist doch ein Erfolg gewesen, weil ich unterstütze mit meiner Probe. Muss ich auf das Ergebnis kommen oder über das Ergebnis? Drauf oder drüber. Dann habe ich es gerade so geschafft. Gerade eben so geschafft. Ja, das heißt, ihr sucht und ihr rätselt und ihr bastelt an verschiedenen Dingen rum. Und Tobold findet tatsächlich zu seiner Überraschung am Fußende des Bettes eine kleine verborgene Schachtel eingelassen, in der eine Reihe von Schmuckstücken liegen, die der Beschreibung auf dem Zettel entsprechen. Und wo auch noch Platz drin wäre für mehr, aber kein Dolch, der da drin liegt. Aber man kann es ja mal beiseite legen, vielleicht ist es später noch interessant. Offo sucht alles von oben nach unten genau ab, steckt seine Nase überall rein und findet, ja, in dem Wohnzimmer wurde wohl gekämpft. Und du findest auch ein paar Schlammspuren, die unweigerlich entstehen, wenn jemand vom Garten hereinkommt, die nicht zu euren Fußabdrücken passen. Und da ist definitiv auch ein relativ kleiner Fußabdruck drin. Wo du sagen wirst, das könnte vielleicht eine Frau gewesen sein. Und Hieronymus, der da vor sich hin rätselt, denkt sich, warum mit einer Vase zuschlagen, wenn man denn einen Dolch hat? Und wenn man erst mit der Vase zugeschlagen hat, um ihn bewusstlos zu schlagen, warum sticht man ihm dann so in die Seite, was ausgesprochen ineffektiv ist? Und vor allen Dingen, dein Blick ging immer mal wieder auf die Leiche, die da immer noch liegt. Mitten im Wohnzimmer. Inzwischen ja weggezogen, auch von deinem sorgfältig angelegten Kohleumriss, den du gezeichnet hattest. So viel hat er gar nicht geblutet. Das ist nicht sein Blut. Oh, er hat sich gewehrt. Der Mörder ist ebenfalls voller Blut. Oder zumindest angeblutet. Er hat eine Wunde, oder sie. Oh, ja. Nein, er hat geblutet aus der Wunde, aber nicht so viel, dass du sagen würdest, dass er verblutet ist. Okay. Was ich sagen wollte, ist, dass das Blut an der Vase wahrscheinlich von dem oder die Täterin der Täter ist. Ja, aha. Das heißt, wir suchen nach jemandem, der eine Verwundung bei sich trägt. Ja, gekämpft haben sie auf jeden Fall. Hier sind zierliche Fußabdrücke vom Gartenschlamm reingetragen. Das ist also aufregend. Du meinst also, ja, und woran ist er dann gestorben? Ich meine, hier ist ja tatsächlich, also auf dem Boden ist kein Blut oder weniger, oder? Tatsächlich, du hast ein paar Tropfen gefunden, aber wirklich nicht viel. Also, das ist ja dann, vielleicht ist er ja gar nicht hier gestorben. Oder jemand hat den Tatort gereinigt. Er ist gar nicht tot. Ihr schaut alle auf Mungos Leichnam. Das mit dem Reinigen klingt auch ganz gut. Das mit dem Reinigen klingt auch ganz gut. Und wer könnte gut reinigen? Ehemalige Magd. Und besonders gut hat sie es nicht, denn an der Vase hat sie es versucht und da haben wir noch was gefunden. Das heißt, wir suchen jetzt blutige Putzlumpen? Oder wir gehen direkt zur Gardine.
Ah ja, das ist gut, das ist gut. Ist das nicht die Verrückte, die in einem Haus wohnt? Ja, also. Da hätte man das ja schon vorher drauf kommen können. Also wirklich. Bei den Braunlocks, da sind die Leute irgendwie, ich weiß auch nicht. Wirklich. Das heißt, ihr verlasst Mungos Hobbit-Höhle? Oder wie ist euer Plan? Sollten wir vielleicht abschließen, damit die Familie nicht doch noch den guten Mungo in diesem Zustand trifft? Vielleicht sollten wir ihn ins Bett legen. Ja, das können wir tun. Das ist eine sehr gute Idee. Ja. Ihr legt den Toten ins Bett. Einfach nur so drauf oder versucht ihr ihn zu arrangieren, als würde er da schlafen? Zudecken und so den Kopf, genau. Dass die Wunde im Kissen ist, sozusagen. Vorhänge zu. Augen zu. Augen zu. Augen zu. Ja, es ist gar nicht so einfach. Gut. Als ihr dann rausgeht, seht ihr draußen, wie sie alle um das Schwein herumstehen, das im Dreck sitzt und zwischen ihnen hin und her schnüffelt. Und hört noch, wie der Nachbar gerade sagt, ich meine, wenn's dem Mungo nicht das Herz brechen würde, hätte ich dem Vieh schon längst einen vergifteten Apfel zu essen gegeben. Aber... Na. Man weiß nicht, wozu so ein Vieh irgendwann mal gut ist. Ich hoffe, wenn ich sterbe, frisst mich Mob auf. Mob, komm her. Was ist denn? Geht's dir gut, Offo? Ja, ich weiß auch nicht, warum ich das gesagt habe. Es hat auf jeden Fall nichts mit Tod zu tun. Und ich gebe ihm so einen Klopf auf den Rücken. Ja. Uns also geht's hervorragend. Ich hoffe doch eher, dass der gute Mungo vor seinem Tod doch das Schwein ist, als andersrum. Ja, richtig. Wollen wir doch ewig leben, der Mungo. Ach sicher, wie geht's ihm denn? Krank. Er liegt schlecht. Jetzt im Bett. Kalte Kompresse. Und ansteckend. Ansteckend? Wir sind immun. Wir hatten die Krankheit schon und deswegen können wir sie nicht normal bekommen. Weinepest. Alle gehen mehrere Schritte von dem Schwein weg. Aha. Nicht die saubersten. Er zieht an seiner Pfeife, stellt fest, dass sie ausgegangen ist, schaut drauf und fängt an, dann in ihr rumzukratzen. Wo geht's denn hin? Ja, ich muss ja auch wieder arbeiten. Ach so, ich dachte, ihr pflegt jetzt den Mongol, den können wir doch sicherlich, wenn er so krank ist, nicht allein lassen da drin. Wir vertreten uns die Beine, kommen dann wieder und schauen nach dem guten Mongol. Wir holen Arznei. Arznei brauchen wir nämlich auch und hier der gute Turbo, der kennt sich ja aus mit so Gemüse und deswegen müssen wir jetzt schnell was holen, Turbold. So ist es doch, oder? So ist es und nicht anders. Ja, dann... Bis gleich. Er klopft seine Pfeife aus. Wir bedienen uns immer noch ein bisschen am Rauchkraut. Ja, ihr sowieso, natürlich. Aber nicht reingehen, wie gesagt, der Gute schläft jetzt, schwitzt ein bisschen aus und wenn ihr das Husten hört, vielleicht auch weg vom Fenster. Naja, bislang haben wir noch nichts gehört von drin. Das ist eine sehr stille Krankheit, die er hat. Außerdem Möbelrücken. Ja, ist nicht der leichteste mehr, der Mungo. Ja. Am Zaun erwartet euch Mob. Nein. Der direkt in die Tasche springt. Gut. Mit einem leisen Maunzen. Du frisst mich irgendwann mal. Er schnurrt. Zustimmend, würdest du fast sagen. Ja. Tobold Hieronymus. Die schöpfen Verdacht. Das junge Gemüse. Die werden da reingehen, sobald wir weg sind. Wenn ihr kurz rüberschaut, seht ihr das auch alle von denen so in eure Richtung spähen, wo es lang geht. Das heißt, wir müssen uns beeilen und Gold die überführen, sonst sind wir die Nächsten, die in Frage kommen. Ihr, nicht ich. Was? Ich huste nochmal mehr als deutlich. Also ein ekliges Husten. Ja, also nur nochmal, um deutlich zu machen, da ist eine ansteckende Krankheit in dieser Hütte. In diesem Hobbitloch. Entil verzielt das Gesicht. Schaut das Schwein an, schaut hinter Tobold her und macht noch ein paar Schritte vom Schwein weg. Und ihr hört noch so ein Schweinepest, das er murmelt, als ihr euch den Weg runter macht. Inzwischen ist der Morgen einem Mittag gewichen, eure Mägen knurren. Viele Leute sitzen auf für eine kleine Pause mit ein paar gefüllten Küchlein oder Keksen, einem gesottenen Fisch oder ein paar schön angemachten Kartoffeln. Draußen genießen das letzte warme Sommer. Nein. Sonnenlicht des Herbstes und grüßen euch auch fröhlich, kauend, die Backen voll. Es riecht nach
Honig und gemahlenen Nüssen und schön ausgebackenem Fett und heißen Kartoffeln und Speck, der aus der Pfanne kommt. Wir sollten nicht zu verdächtig aussehen. Hallo! Hallo. Wir könnten uns für weiteres stärken, uns sammeln, etwas essen. Auf nüchternen Magen lässt es sich nicht so gut. Das ist eine vortreffliche Idee. Also, wir hätten was aus der Speisekammer mitnehmen sollen. Ja, was von der Schwein angefressen. Also das mit der Schweinepest habe ich mir nicht ausgedacht. So was soll es wirklich geben? Ich esse keine Würste, die... Moment mal, das Schwein hat Würste gegessen? Wie krank ist das denn? Alle Würste. Ja, aber so ein kleines drittes Frühstück wäre doch tatsächlich ganz, ganz angemessen, oder? Oder drängt das jetzt sehr, glaubt ihr? Mit leerem Magen denkt es sich schwer, oder? So ist es. Gut. Dann... Weglaufen kann er ja nicht mehr, oder? Machen wir eine kleine Brotzeit unter einem Baum? Gut. Das heißt, ihr macht es euch kurz gemütlich. Wahrscheinlich habt ihr alle in euren Taschen irgendwo Tüten, Töpfchen und Fläschchen voll mit nötigem Material. Mob lässt sich zwischen euch nieder und wieselt sich immer näher, wie so ein großer Flauschballen an irgendwelche Schnittchenwurst und andere Sachen heran und leckt an Käse, wenn er denn in Reichweite kommt. Ich bin mit so wohl. Ja, na komm her, du kriegst von mir. Er muss ja auch sein Gewicht halten. Hehe, an die Buddel geh, heil dein Herz, ertränk dein Weh. Prost. Prost. Was machen wir, Hieronymus, wenn wir bei Goldine sind? Also wie geht man da vor? Ich glaube, man muss sie auf frischer Tat ertappen. Das ist vielleicht zu spät. Ich würde sagen, wir versuchen sie entweder lenkt sie jemand ab und die anderen schleichen hinein und versuchen die Beweismittel zu sichern. Oder wir beschuldigen sie direkt und sagen, dass wir alles wissen würden und hoffen, dass sie gleich gesteht. Das klingt, als hättest du den einfachsten Job der Welt. Ja, also das will ich nicht sagen. Ne? Also so eine Hecke, die ist ja auch, ne? Muss man, ich gucke gerade mal so, wie der Baum so wächst, ob das so normgerecht ist, was hier passiert. Siehst an den Baum vorbei, das rundliche und rotfleckige Gesicht von Pippo Stolzfuß, dem offiziellen Büttel. Oh oh. Der dich etwas verwirrt anschaut, wie du da mit zwei anderen Leuten unter dem Baum auf dem Boden sitzen. Der Stolzfuß. Oh. Geht's denn gut? Ja, wie immer. Und mal wieder tätig, beschäftigt. Naja, jemand muss sich ja darum kümmern, dass hier alles seine Ordnung hat. Aber heute scheint ein guter Tag zu sein. Alles ist friedlich. Und er greift in eine gewachste Papiertüte, die er dabei hat, und zieht etwas deutlich in Fett gebackenem heraus und beißt herzhaft hinein. Mm. Tobold, du merkst, Offo ist kurz davor zu platzen und etwas zu erzählen, dem Arm des Gesetzes. Ich lege ihm so sanft die Hand auf die Schulter, massiere ihm die Schulter, damit er sich doch ein bisschen zusammenreißen kann. Friedlicher Tag, so ist es genau. Nichts passiert, alles in bester Ordnung. Mit der Familie ist es am schönsten. Auf Familienbesuch. Das genau, ist ja schön. Ja, grüß die Gamgees, mein Lieber. Oder ich richte alle Grüße aus. Super. Das ist wirklich hervorragend. Heute Morgen haben sie eine besonders große Menge von denen gebacken im grünen Drachen. Ich muss nachher auch noch mal für den Eintopf, den Pilzeintopf runter. Man hat viel vor an so einem Tag. Ich mach dann mal mein Ründchen. Sehr beschäftigt bist du. Mach das mal. Ich mach mal mein Ründchen. Wenn du schon dabei bist, hinten bei dem Tux, da ist die Hecke mal wieder sehr, sehr unsauber. Ah, die Hecke des Grauens. Ich werde sie ermahnen. Er macht das nie. Er ermahnt sie nie. Wie lange willst du dir das eigentlich noch gefallen lassen, sag mal? Das ist der große Durchbruch. Das ist der große Durchbruch. Sobald wir herausgefunden haben, was passiert ist. In großer Mord von... Ja, ich sehe das auch. Ich wäre nur ganz gern woanders. Wenn man dir helfen kann.
Das war knapp. Ich meine, im Prinzip hätten wir das melden müssen, oder? Wir hätten das eigentlich melden müssen, oder? Ach, der hat doch eh kein Interesse daran, überhaupt solche Sachen aufzuklären. Der würde sagen, oh ja, ich habe einfach nichts gehört, würde weitergehen und sich weiter irgendetwas zu essen reinstopfen. Apropos, könnte ich ein Stückchen von deiner... Danke. Ah, vor allen Dingen haben wir den Fall doch fast schon gelöst. Also, eben. Warum andere damit belasten? Mhm. Das heißt, im besten Fall finden wir den Dolch bei Goldine. Und ringen ihr das Geständnis ab. Und das klingt super einfach. Ja. Ausgezeichnet, dann sind wir ja bis zum Mittagessen fertig. Eben. Ja, dann hopp, hopp. Rein in die Tasche. Bob lässt sich etwas widerspenstig wieder reinpacken, während er immer noch in Richtung letzte Käsestreifen und sowas spät. Aber wenn er davon dann was bekommt, hörst du nur freundliches und zufriedenes Schmatzen. Ja, gib nur ein Wurstinger. So. Und du würdest dich wirklich von ihm essen lassen, solltest du einmal? Naja, ich habe ja dann nicht mehr so viel Wahl. Und ich meine, also lieber als tot in der Stube zu liegen, wie Weißfuß jetzt die ganze Zeit. Ich meine, was wäre denn, wenn jetzt keine Briefe gekommen wären? Oder wenn Goldine sie abgefangen hätten, dann würde er wahrscheinlich, ich meine, wann habt ihr ihn das letzte Mal besucht? Ehrlich, Hand aufs Herz? Das ist vielleicht schon ein Weilchen her. Also 4 Jahren. Ja, ich müsste auch Jahre zählen. Genau, dann gammelt er da rum. Ich meine, glaubt doch nicht, dass die vier Jungs da freiwillig vorbeigekommen sind. Die wollten auch nur was abgreifen. Naja, wäre die Kammer leer gewesen, hätte das Schwein wahrscheinlich das Übrigste erledigt. So. Und dann doch lieber zu wissen, dass ich dem guten Mob was Gutes tue. Nein, ich würde dich nicht fressen. Nein, das macht man nicht. Würdest du den Mob fressen? Nein. Stirbt? Nein, das ist ja widerlich. Nein, ich will so keine Katze. Obwohl er gut im Futter steht. Aber nein, ich würde ihn dann wahrscheinlich... Darüber reden wir jetzt auch gar nicht. Außerdem hat er 9 Leben, der überlebt mich sowieso. Ihr habt ohnehin ein paar schäle Blicke während dieser Konversation geerntet von... Von hinter Türchen, Gattern, Fenstern und von Leuten, die euch auf dem Weg entgegenkommen. Morgen! Ja, dann lass uns mal lieber weitergehen, bevor Goldine noch Zeit hat, sich zu waschen oder so. Das kleine Häuschen, das mit mehreren anderen unten am Wasser liegt, ist ziemlich einfach zu finden. Und das Türchen zum Garten steht halb offen. Der Garten selbst ist eigentlich ganz ordentlich geführt. Und auch das Häuschen, dafür, dass es überirdisch ist, sieht eigentlich ganz adrett aus. Da hängen Spitzengehäkeltes in den Fenstern und Blumen stehen auf den Fensterbänken. Habe ich Goldine einen Brief überreicht die letzten Tage? Tatsächlich nicht, nein. Nein, okay, dann hat sie... Sie steht auf der Liste, die wir haben. Sie steht auf der Liste und sie hat ja wahrscheinlich täglich bei ihm gearbeitet. Ja. Du hast den Brief bekommen, weil er wusste, dass du gerne Briefe kriegst. Ja, das ist... Ja dann. Alle Mann voran. Ich würde sagen, Tobold, klopf mal. Ich klopf kräftig an die Tür. Das hallt in dem Häuschen nach. Aber es gibt erstmal keine Antwort. Goldine, Post ist da. Bleibt weg! Bitte was? Aber Post, also ich bin's. Geht fort! Aber die Post muss ausgetragen werden. Lasst mich in Frieden. Es ist Post von Mungo Weißfuß. Mungo, du hörst drin leise Schritte. Ja, euer Arbeitgeber, ihr erinnert. Ihr solltet uns lieber reinlassen, sei denn, müssen wir ihn euch vorlesen, diesen Brief. Was? Wann hat er den abgeschickt? Gestern war er bei mir. Aber... Was denn? Und die Schritte kommen näher an die Tür ran und dann öffnet sie sich mit ganz leichten Knarzen und ihr seht ein verheultes, schmales Gesicht, das im Spalt erscheint, mit wirr drumherum hängenden, ironischerweise nicht braunen, sondern eher blonden Locken.
Goldine zwinkert euch mit blutunterlaufenden blauen Augen entgegen. Nee, kann ich nicht. Ich kann nicht, wenn es um Post geht, kann ich nicht lügen. Goldine, es ist kein Brief für dich angekommen und Bungo weiß, Fuß ist tot und du weißt das auch. Ich kann es nicht. Ich stell den Fuß in die Tür. Und der Fuß wird auch mit dem Pop, Pop, Pop etwas schmaler gedrückt, als sie versucht, die Tür zu schließen. Aber du hast ihr da einen Vorteil verschafft und bleibst drin stehen. Und sie weicht dann tatsächlich erschrocken, nachdem sie merkt, dass sie die Tür nicht schließen kann, mehrere Schritte von euch zurück. Und wir kommen jetzt herein, wir kommen in Frieden, im Namen des Gesetzes. Herr Bungo, nein, ihr sagt, er ist tot. Entschuldigung. Tot wie eine Hobbitmaus. Bleib weg! Bleib weg von mir! Wir haben ihn nicht umgebracht. Gestehe! Wo ist der Dolch, Goldine? Wo ist der Dolch? Ihre Hand wandert an ihren Gürtel nach hinten, in die Falten von ihrem weiten, blauen, gemusterten Rock hinein. Nehmt ihn mir nicht weg. Und dann passiert euch vielleicht auch nichts. Ihr solltet einfach wieder gehen. Das können wir nicht. Aber das ist die Tatwaffe. Habe ich eigentlich ein Schwert dabei? Die Sache ist, ja, ihr habt alle möglichen Sachen auf den Charakterbögen stehen, aber ich gehe davon aus, dass ihr diese Sachen vermutlich nicht den ganzen Tag rumtragt. Du könntest vielleicht ein Gürtelmesserchen haben, du kannst dir irgendeine improvisierte Waffe nehmen und dann wird gerauft und dann würfelt man mit einem Würfel weniger als euer höchster Kampf. Ich würde erstmal die Hände erheben. Ganz ruhig, Goldine, ganz ruhig. Wir wollen dir nichts wegnehmen, wir wollen nur wissen, was passiert ist. Alles ganz ruhig. Wir kommen jetzt hier rein, machen die Tür und keiner muss verletzt werden, okay? Trobold muss sich diesen Dolch angucken, weil der wahrscheinlich ganz, ganz wichtig ist. Ein Familienerbstück, wie es scheint. Es geht erstmal nur ums Ansehen, nichts ums Mitnehmen. Nur wegen dem Dolch hier. Er wird mich nicht verhaften. Das können wir gar nicht, das kann nur der Dorfbüttel. Jeder weiß, dass der Dorfbüttel nichts macht. Eben. Also kann dir auch nichts passieren. Gib mir mal einen Wurf auf Überzeugen. Die anderen können gerne helfen. Und er ist inspiriert. Das heißt, wenn du Hoffnung ausgibst, kriegst du dafür zwei Würfe. Ich habe auch da ein Häkchen dran. Das heißt, du darfst auch zwei W12 würfeln. Das kann ja fast nicht mehr schief gehen. Das sieht doch gut aus. Dann mache ich das genau so. Gib auch eine Hoffnung aus. Ja, also dann helfen, indem wir halt auch, es wird dir nichts passieren, außer deine Hecke ist nicht ordentlich geschnitten. Ich habe schon mal eine 12. Und dann ist es automatisch gelungen. Ja, super. Dank Gandalf. Und aber keine 6 noch mal zu. Gut. Gut, gut, kommt rein. Tee steht auf dem Tisch. Zeig sie uns nur. Ich wollte ihm nichts tun. Sie zieht von hinten am Gürtel einen Dolch hervor, der in einer fein gearbeiteten Scheide steckt, die mit bronzenen, gewirbelten Verzierungen versehen ist. Torwart! Ich würde mit beiden Händen langsam... Nein! Ihr könntet schwören, dass es etwas kälter wird in ihrer kleinen Stube. Nur gucken, nicht anfassen. Man guckt mit den Augen, richtig. Ja. Das ist schwer zu... Fass sie an und ich halte dir den Finger ab! Entschuldigung. Steht noch das Angebot mit dem Tee? Ja! Toll. Vielleicht sollten wir uns erst einmal setzen und Tee trinken. Ja, das ist gut. Das beruhigt die Gemüter. Ihr setzt euch alle... Nehmt euch Tee, wenn sie immer noch zitternd mit dem Dolch in der Hand neben der Tür steht. Es passiert immer wieder. Hat der Dolch Mungo gehört? Vorzüglicher Tee. Der ist toll. Der Dolch hat Mungo gehört. Mhm. Und er hat in letzter Zeit öfters die Sachen hervorgeholt, weil es ging ihm nicht gut. Mhm. Und er dachte, er müsste überlegen, wem er was vermacht. Und er wollte mir auch etwas hinterlassen, weil er sagte, Goldine, du hast mir so treu geholfen und immer auch dich um das Schwein gekümmert, wenn niemand anders wollte. Und
habe oft vermittelt zwischen ihm und Botto Grauhaag, dem Nachbarn. Und dann hat er mir den Dolch in die Hand gedrückt. Und dann haben wir uns drüber gestritten. Ich wollte ihn nicht, aber ich wollte auch nicht, dass einer von den anderen ihn bekommt. Und seine Neffen sind habgierige, kleine, furchtbare Leute. Und irgendwann hat er gesagt, ich soll mich nicht so haben. Ich wäre doch nur... Und ich bin so wütend geworden. Ich bin so wütend geworden. Und ich habe den Dolch gezogen und ich habe zugestochen. Und er hat geschrien. Und über Blut. Und dann bin ich weggelaufen. Und seither bin ich hier. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob ich allein bin. Irgendetwas knarzt unter den Dielen. Irgendetwas spielt mit den Gardinen. Irgendetwas bewegt sich im anderen Raum, wenn ich hier bin. Das liegt aber auch daran, dass du nicht in einem ordentlichen Hobbitloch, sondern in deinem Haus wohnst. Das ist ein grundsätzlicher Fehler, den man nicht machen sollte. Ja. Es könnte aber auch etwas mit dem Dolch zu tun haben. Das musst du jetzt aber wissen. Also weil das ist nur mit deinen Schauergeschichten. Gewollt, also von daher, das wissen wir ja nicht. Also du hast ihn abgestochen und du hast aber nicht noch irgendwie sauber gemacht. Die Vase? Was ist mit der Vase? Was für eine Vase? Mungo hatte eine Wunde am Kopf. Reicht es euch nicht, dass ich euch schon gesagt habe, was ich getan habe? Warum plagt ihr mich weiter? Tee? Tee. Tee. Ihr hört ein Knarzen nebenan und ein Knacken im Gebälk und es wird kälter. Bist du vielleicht wirklich nicht allein? Hast du jemanden vor uns reingelassen? Ich habe niemanden reingelassen, nein. Ihr hört es auch. Ich suche mir eine improvisierte Waffe. Da sind Schürhaken neben dem Feuer. Ich nehme einen Schürhaken. Ich habe meinen Schaden. Das sind auch mehrere Küchenmesser. Ich nehme einen Schürhaken und ein Küchenmesser. Ich habe einen Brieföffner. Und ich gehe mal den Geräuschen nach. Kommt das aus dem Obergeschoss oder ist es einfach so ein allgemeines Geräuschlevel ringsrum? Das kam aus dem Nebenraum und wenn du dich da vorsichtig drum neigst, siehst du, da ist die Diele, wo auch eine Treppe nach oben und auf den Dachboden führt. Ich gehe nur mal gucken. Echt? Aber nicht allein. Knacken. Ich gehe die Treppe hinauf. Ganz vorsichtig. Also ich folge auf jeden Fall nach. Goldine mit dem Dolch immer noch in der Hand macht einen halben Schritt hinter euch her. Könntest du warten? Wir? Ja, sicher. Immer soll ich warten, immer bin ich außen vor. Entschuldigung. Tee? Ich mach noch mehr. Ja, wir können jetzt, glaube ich, alle einen Tee gebrauchen. Du schleichst dich mit dem Schürhaken langsam die Treppe hoch. Die schmalen Stiege knarzt unter deinen Füßen. Das Haar auf dem Rücken deiner Füße hat sich aufgerichtet. Als kalte Luft von oben herunter sickert. Dann hörst du hinter dir ein lautes Fauchen, als der Kater anfängt, in der Tasche von Offo zu randalieren. Sehr gut. Oh. Psst. Ich guck mal so in das Dachgebälk. Ganz schön kühl hier. Ja, nicht wahr? Weil eine so ein Haus nicht gedämmt ist. Okay, in einer ordentlichen Höhle wird nichts passiert. Etwas macht ein Geräusch wie ein langgezogenes, gequältes Ausatmen in der Ecke. Und ihr seht dort einen hellen Lichtpunkt blitzen. Sie haben kein Recht, hier zu sein. Geben Sie sich sofort zu erkennen oder wir müssen Gewalt anwenden. Eine graue, blasse Hand, die einen Dolch hält, eine kurze Klinge, größer als eine Hobbit-Hand und fast ein bisschen durchscheinend, bewegt sich aus dem Schatten heraus durch einen schmalen Streifen Sonnenlicht, in dem der flirrend auch ein bisschen Staub tanzt. Zwei glühende Punkte flackern dahinter in der Dunkelheit. Wo
Und dann stolpert das Ding vorwärts, ein vager, schattenhafter Umriss von langen, dunklen Roben, unter denen zerfressenes Metall hervorblitzt, ein schief auf einem Kopf sitzender, halb heruntergeschlagener Helm und der Dolch, der vorwärts durch Licht, Dunkelheit auf euch zugetragen wird, als das Ding nicht gehend, sondern eher gleitend sich über den Dachboden weht. Verteidigungshaltung Sigma 2 heißt Rückzug. Ja. Ihr stürmt alle die Stiege wieder runter. Gut, dann kommen wir nicht zum ersten Kampf tatsächlich, sondern ihr stürmt diese Treppe wieder runter, könnt auch tatsächlich da ist eine Klappe zum Dachboden hoch hinter euch zuschlagen. Goldene da. Tee? Kann es sein, dass dein Untermieter da oben den Dolch möchte? Oder hat? Oder? Mungo hat den Dolch von weiter im Osten, sagte er. Und er hat gesagt, dass er auch manchmal Dinge gehört hat oder Sachen gesehen hat. Im Osten, da liegt doch Bree, das ist doch nicht so schlimm, oder? Kobold, oder? Das ist doch nicht so schlimm, oder? Es gibt schon Geschichten aus Bree. Merkwürdiges Volk. Diese verdammten Menschen und ihre komischen Zauberdolche. Ja, ebenso. Wir hätten Gandalf niemals hier hinbringen sollen. Ja, eben. Es gibt ein Rütteln und ein Wummern oben an der Tür zum Dachboden. Geschlossen. Goldine, magst du den Dolch mal hochbringen? Das finde ich nicht. Wer meint, das hilft? Tobot, sollst du dir diesen Dolch jetzt wirklich mal angucken? Gucken tut man mit den Augen. Halt ihn mir doch hin. Ich werfe einen Blick hinauf. Ja, dann kannst du meinen Wurf auf Lore, also auf deinen Wissen-Hintergrund ablegen. Oh, das kann ich. Hast du da vielleicht sogar links eine Markierung neben? Die habe ich. Hervorragend. Das heißt, du hast einen Vorteil auf diesen Wurf. Okay, eine 7 schon mal. Die 7, genau. Und dann kann ich 2 Sechser würfeln und einen Hope auch noch ausgeben, damit ich 3 habe, richtig? Genau. Jetzt aber. Wow. 19. Oh, 19. Mir fällt gerade auf, dass wir ganz vergessen haben, euch einen Schattenpunkt zu geben, als ihr oben standet. Ihr könnt alle einen Wurf ablegen und ihr habt einen Wert namens Valor. Sozusagen euer Mut. Und ihr würfelt einen W12 plus den und schaut mal, ob ihr es schafft, euch dieses Schattenpunktes zu erwehren. Wo ist denn Weller? Das frage ich mich auch gerade. Das ist rechts unten über euren Vorteilen. Da habt ihr einmal Weller und einmal Wisst. Bei den Rewards ist das. Okay, genau. Aber das solltet ihr alle eins haben, weil ihr alle Charaktere seid. Das heißt, ein W12 plus ein Würfel für Weller. Okay, alles klar. Okay, ein W12 plus ein W6 quasi, ne? Ja, okay. Mhm. Alles klar. No. 5. 7. 15. Okay. Jetzt muss ich tatsächlich kurz nachgucken. Gib mir eine Sekunde, während ich gleich sage, wo. Okay, offensichtlich. Das ist nicht durchsuchbar, das PDF. Entschuldigt die Plings. So, aber die 15 klingt auf jeden Fall schon mal gut, weil ich bin mir nicht sicher, auf welchen Wert es gerade geht, Weller. Aber ich glaube tatsächlich auf Hard. Ist unter Hard. Okay, genau. Dann sollte das passen, ja. Genau. Dann hast du das geschafft. Wer es nicht geschafft hat, kriegt einen Schattenpunkt, den ihr euch notiert. Ihr müsst das immer mal wieder gucken. Wenn eure Hoffnungen und Schatten gleich auf sind, ist das schlecht. Okay. Na gut, da ist noch ein bisschen Platz. Ja. Aber ein Frösteln. Gut. Ein Frösteln, das sich über euch zieht. Und der Dolch, also der wurde von Menschen geschaffen, Ramon. Und du würdest sagen, von den Menschen des verlorenen Königreichs Arnor. Das vor langer Zeit mal hier in Eriador in der Gegend existiert haben soll. Und du bist dir relativ sicher, das dürfte eine Grabbeigabe oder so etwas in der Form gewesen sein.
ein edles Stück, das sich jemand hat mitgeben lassen ins Leben, also, nach dem Tod. Es klebt auf jeden Fall der Tod an dieser Klinge. Und es bedeutet auch, dass diese Klinge dem eigentlichen bereits toten Besitzer entwendet wurde. Und mein scharfer Verstand sagt mir, dass dieser Besitzer seine derzeitige Unterkunft verlassen hat und nun dort oben sein Unwesen treibt. Würde er in seine Unterkunft zurückgehen, wenn er seinen Dolch wieder hätte? Schwer zu sagen, aber ich denke, er ist hauptsächlich wegen des Dolches hier. Hieronymus, könnt ihr besser Luken öffnen oder Dinge werfen? Dinge werfen. Ausgezeichnet. Dann auf mein Kommando hin. Lieber Tobold, öffnet ihr die Luke und ich werfe Mob, die Katze, in Richtung Goldine, damit sie den Dolch, den sie gerade so nur hält, tatsächlich, der Plan funktioniert. Sie wird und streckt die Arme aus, um die Katze, die sehr verblüfft, dick und flauschig und mit ausgefahrenen Krallen auf sie zufliegt, zu fangen und von irgendwie dann aus ihrem Tuch wieder rauszuholen, sodass Tobold, mit einem Klappe auf. Klick, klack, 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 der Dolch runterfällt. Tobold stemmt die Klappe auf. Ich schnapp mir den Dolch und werf den einfach oben in den Dach. Tobold, Klappe zu. Du wirfst den einfach hoch. Ja. Und es gibt dort oben ein... Viel Spaß. Können Sie jetzt bitte wieder gehen? Ja, geschehen. Und dann Stille. Hat es tatsächlich? Ihr habt eine Katze nach mir geworfen. Nein, das macht er immer. Ich nehme Mob wieder. Das macht er böse. Sie hält Mob fest. Ich mag die Katze. Ja, nicht wahr? Dann bleibt Mob ein bisschen bei dir. Ich gucke ein bisschen durch die Luke, ganz vorsichtig. Der Dolch liegt da. Und du könntest schwören, dass von den die Verzierungen irgendwie ein bisschen das was gesplittert oder gebrochen. Und das sieht älter aus und weniger gut erhalten als vorhin noch. Nein. Ich glaube, wir haben es kaputt gemacht, Tobold. Das ist in diesem Fall zu verzeihen. Willst du nochmal deinen Expertenblick drauf werfen, ob das Ding jetzt da, also... Ich gehe hoch. Dann komme ich mit hoch, ja. Mhm. Wenn du zu zweit gehe ich hoch. Es ist nicht mehr so kalt auf dem Dachboden. Und den doch schon mal mit dem Fuß so ein bisschen... Es gibt ein leises Knistern und Teile von der alten Lederumhüllung der Scheide bröckeln regelrecht einfach weg. Wert ist er nichts mehr. Wir bringen sie jetzt in ein Museum. Wenn sie das nicht möchten, bitte sagen sie zweimal Es herrscht Stille. Du hörst draußen Kinder kreischen und lachen. Jemanden über die kreischenden und lachenden Kinder schimpfen. Ja, dann ist das ja wohl fast erledigt. Was machen wir denn jetzt mit Goldine? Eben, nicht wahr? Also, ich meine, sie kann ja nicht dafür, wenn... Gesundheit, ja, das ist das Problem mit... Ja. Ich glaube, ich bin allergisch. Und er hat sehr viel davon. Ich nehme mal wieder. Dankeschön. Aber wir finden eine haarlose Katze für dich. Das Problem ist ja jetzt, wir haben ja eigentlich keinen Täter oder keine Täterin, weil der ist ja jetzt im Dolch, oder nicht, oder wie, oder was? Was? Hm? Also... Ich weiß es nicht. Er sagte, der ist tot und dann ist er wohl doch gestorben an dem Stich, den ich ihm zugefügt habe. Sie ihm zugefügt hat. Ja. Das sieht nicht gut aus. Ja, aber sie wollte es ja nicht. Und ich meine, dass er gestorben ist. Ihr habt ja den Stich gesehen. Das ist ja eher mehr so ein Pieks gewesen. Ich meine, da muss ja verflucht oder sowas drin gewesen sein. Wahrscheinlich irgendwie sowas. Also, ja, was passiert jetzt? Ja, könnte Hieronymus denn nicht einfach offiziell sagen, der Gute ist als alt. Er war ja sowieso schon dabei, sein Testament aufzusetzen und... Aber das wäre schon offenbar ganz offensichtlich eine Lüge. Mich dürfte keiner danach fragen. Und niemand. Das wäre schon eine ziemliche Ausdehnung des Rechtsbegriffs, das ich so nicht gelten lassen kann. Was würde Pippo Stolzfuß tun? Das soll also, ist auf jeden Fall keine... Ich meine, als ich gegangen bin, hat er noch hinter mir hergerufen und geschimpft. Deswegen, ich dachte, ich bin vielleicht mein Arbeit los und bekomme Ärger oder sonst irgendwas, aber doch nicht, dass er stirbt daran. Also beides trifft aber wenn du nicht sauber gemacht hast... Dann ist er vielleicht wirklich... Ich habe an dem Tag sauber gemacht, aber vormittags natürlich, wie jeden Aber Tag. Das Blut weggewischt, darum geht's. Wo ist denn das Blut?
Ich habe kein Blut weggewischt, nein. Ja, dann steckt vielleicht doch mehr dahinter. Was? Vielleicht war es dieses Wesen und hat den Dolch dort vermutet und im Zorne. Aber warum sollte ein Geist dort Blut sauber machen? Ja. Vielleicht ist er auch ein Dienstgeist gewesen. Ich bin gerade etwas tatsächlich etwas verwirrt, aber ich dachte, meint ihr, Mungo lebt noch? Aber er war doch ziemlich steif und tot und kalt. Entschuldigung. Vielleicht war es auch ein Herzinfarkt. Vielleicht ist er jetzt wieder am Leben. Ich meine, dieses Wesen ist verschwunden, die Klinge ist zerborsten. Ein Fluch, der... Wir haben den Fluch gebrochen. Sollten wir nachschauen? Hurtig! Hurtig! Goldine, kommt ihr mit? Oder ich meine. Wenn ich muss, ja, klar. Er lebt vielleicht wieder und dann ist alles wieder. Was heißt hier vielleicht? Das ist die einzige Erklärung. Richtig. War ja sonst alles erklärbar heute mit den deutschen Geistern. Entschuldigung, das ist nicht mein normaler Alltag gewesen. Das heißt, mit Goldine geht es wieder den Hügel an, hoch. Ja. Die Versammlung ist immer noch da vor dem Haus. Und sie schauen alle sehr konzentriert unschuldig. Auch wenn ihr sehen könnt, dass jemand an dem Fenster sich zu schaffen gemacht hat und da Sachen beiseite geschoben hat, um ein besseres Blick in die Schlafkammer zu bekommen. Der Nachbar steht immer noch da und als er Goldine sieht, setzt er ein breites Grinsen auf, hängt sich die Pfeife wieder zwischen die Zähne. Ah, Goldinchen! Also mal Strafgürtel, kommen Sie mal rüber. Ich gehe rüber. Sie sorgen hier ja für Ordnung, ne? Mhm. Ich würde mal bei der Seier sauber aufpassen. Die ist hier gestern spät heulend rausgerannt gekommen und hat dabei was so an sich gedrückt. Ich wette mit denen, die hat da was mitgehen lassen oder so. Aha, ja, das werde ich natürlich direkt weitergeben. Haben Sie vielen Dank. Also lass die mal nicht so leicht in die Nähe von Mungo. Ja, die Braunlocks sind ja eh so ein bisschen, nicht? Also, ja, ich habe gehört... Ich habe gehört, deine Nachbarn wollen sich auch ein Schwein anschaffen. Dann lebst mein Gott. Dann lebst du auch im kontinuierlichen Schrecken, so wie ich. Auf Otobot, wir müssen das hier schnell aufklären. Ich muss nach Hause. Ich muss den Garten schweinesicher machen. Ich verstehe zwar nicht, aber klar, ich. Keine Sorge, liebe Leute, wir klären alles auf. Alles wird seinen gerechten Gang gehen und alles wird hier wieder in Reihe und Ordnung sein, so wie es sich gehört. Was muss denn aufgeklärt werden, fragt Entel. Das erklären wir euch gleich. Und dem schauen wir uns nochmal an, jetzt mit unserem medizinischen Fachwissen. Eben, wir haben Kräuter. Kräuter besorgt. Nicht zum Rauchen. Und ich bin hier, um ihn zu pflegen. Genau, Goldine, was deine Arbeit ist. Und jetzt rein. Pflegen, aha. Meint Botto, Grauhaar, der Nachbar noch. Dann rennen wir schnell zum Schlafgemach. Da liegt Mungo immer noch in der gleichen Haltung, wie ihr ihn zurückgelassen habt. Seht ihr, es hat alles verdammt. Kann man ihn vielleicht mal kurz anstupsen? Vielleicht braucht er nur, um in Gang zu kommen. Ja, der liegt da steif und das Anstupsen führt nur dazu, dass er einmal kurz auf der Matratze hin und her wackelt. Goldine bricht hinter euch. Oh Gott. Nein. In Tränen aus. Nein, das ist ja natürlich dann doch ein bisschen schlimmer als gedacht. Aber schaut mal, wie hat er sich diese Wunde am Kopf zugezogen, Goldine? Könnt ihr euch daran erinnern? Nein, er ist nicht gestürzt oder so. Er hat mich angeschrien und dann bin ich wieder zu Sinn gekommen und weggelaufen. Also gibt es doch noch einen weiteren Mörder. Also nur einen Mörder, der nicht Goldine ist. Also hat er den Stich überlebt und ist dann... Ich ziehe sie mal mit in die Stube. Schau da, die Vase. Ja. Da war Blut dran. Oh, das ist auch die schwerste Vase. Die hat ihm seinen Ohm geschenkt. Damals. Ohm. Deswegen hat er sie behalten. Nicht, weil er sie mag, weil sie eigentlich recht hässlich ist. Und weil sie ist ihm mal runtergefallen, hat ihm den Zeh gebrochen. So schwer ist die. Wer von denen draußen sieht denn so aus, als könnte er so eine schwere Vase hochheben? Wenn du ehrlich bist, eigentlich alle bis auf Farbo. Der wirkt eher wie so ein zartes Hemdchen. Aber Entel, Mendel und Gob zum Beispiel wirken ohnehin wie identische Kopien voneinander, nur mit unterschiedlich farbigen Westen. Und Botto Grauhaar, der wirkt sehr rüstig. Waren die drei dann schon vorher hier?
gestern vielleicht und sind nicht heute erst gekommen und angereist, als wir angereist sind. Oh, Entenmädel und Gob waren Monate nicht da. Die interessiert ihr Onkel überhaupt nicht, es sei denn, er hat was zu verschenken. Ja. Aber der Nachbar ist ja jeden Tag da. Und fast ärgert jeden sich Tag gibt's über Streit, das ja. Schwein. Und hat oh ja, er kann Agathe überhaupt sehen. Nicht leiden. Er hat mich rauslaufen sehen? Ja, er hat dich weinend rauslaufen sehen und wusste vielleicht, dass die Tür noch offen steht. Aber warum sollte er denn, ich meine, nur wegen dem Schwein, ich mag das Schwein auch nicht, aber ich würde doch niemanden da eine Vase über den Kopf hauen. Naja, manche Leute sind so. Hinterhältig. Warum hat er dann das Schwein nicht auch noch erschlagen? Das würde ich das machen. Ist ja eine sehr gute Frage. Das ist offensichtlich gewesen. Ja. Der Vase auf dem Schwein. Oh, Agathe hat draußen hinten im Garten gepennt. Ich hatte sie nicht gesehen. Ja, oder das wäre zu offensichtlich gewesen. Und was machen wir jetzt? Ich meine, irgendwann werden wir jemandem sagen müssen, dass er tot ist, oder werden wir erklären müssen, wie er gestorben ist, und dann... Ja, das werden... Mein armes Muttchen, ich bin doch die Einzige, die sich um sie kümmert, und dann bin ich nicht mehr da. Wir werden es jetzt erzählen. Jetzt und da draußen. Und Hieronymus, du schaust genau auf die Reaktion vom Nachbar. Der hat ja Nerven mit Tatsache, der wartet. Ui. Gut, wenn es sein muss. Zwar, Torvald, du bist der Klügste von uns, dir kauft man das ab. Wir erzählen, er ist gerade eben an seiner Schweinepest gestorben. Und dann schauen wir mal, wie die Reaktionen sind. Klingt gut. Gut. Du kannst ruhig weiter weinen, das ist sehr authentisch, ne? Ich glaube, ich könnte auch nicht damit aufhören. Gut, wunderbar. Ich meine, nicht wunderbar, schade, traurig. Schlimm. Perfekt. Tut mir leid. Ich... Ja, dann treten wir vor versammelte Mannschaft, oder? Mhm. Ja. Mhm. Die ganzen lauter Köpfe, fünf Köpfe drehen sich in eure Richtung. Das Schwein ignoriert euch im Moment. Das ist gerade dabei, irgendwo in der Ecke was zu erschnüffeln. Es gibt traurige Neuigkeiten. Ja, wie geht's denn? Traurige Neuigkeiten? Ist es schlimmer mit ihm? Wir sind leider zu spät gekommen mit den Heilkräutern, die wir gerade besorgt haben. Der gute Mungo ist der Schweinepest erlegen. Oh, gut, das ist die drei Brüder. Vermutlich. Stehen da mit großen Augen. Einer von ihnen fällt mit einem Ktock die Pfeife aus dem Mundwinkel herunter, als sich sein Unterkiefer abwärts senkt. Farbo steht da und seine Schriftstücke hat die Brust gepresst. Oh, oh. Und der Nachbar? Der Nachbar sieht einen Moment lang verärgert aus. Aha! Gestehe! Aber. Ich denke, dann sollten wir vielleicht das Schwein erledigen, wenn das der Ausgang davon Ganzen ist. Und wir sollten uns alle fernhalten von der Kreatur. Ich glaube, als erstes sollten wir sie erledigen. Was Hieronymus meint. Er schaut erstmal an sich vorbei, hinter sich, ob du jemand anders meinst, wenn er wieder zurück. Was Hieronymus meint, ist, es wäre Mungos größter Wunsch, wenn sein Nachbar sich jetzt um Agathe kümmert. Stimmt, das steht in seinem Testament drin. Kümmert? Ja. Für immer kümmert. Schweine werden alt, sehr alt Garten. Sogar, ja. Und wenn viel ihr Platz habt, zum Rumgraben. Nicht, wenn ihr tot seid. Also ich meine, wenn ich die volle Verfügung habe, dann kann ich aus dem das Schwein natürlich ja auch. Ich meine, es ist ja gefährlich und ansteckend. Das Schwein, also Schwein, nicht Schinken. Was steht denn im Testament zu allen anderen Dingen? Fragt Entil. Ja, darum geht's doch jetzt hier nicht. Los. Schweinepest also. Und was ist damit, dass ich die kleine Goldine gestern gesehen habe, wie sie mit dem Dolch in der Hand weinend rausgelaufen ist und mit Blutspritzen auf der Bluse? Hm? Ich glaube, ihr verheimlicht uns hier was. Wir würden nie jemanden etwas verheimlichen. Ich sag euch, da stimmt was nicht. Ich sag euch, die Kleine hat ihn umgebracht und die drei da versuchen, das irgendwie zu vertuschen. Keine Ahnung, weil sie Freunde oder sonst irgendetwas. Wir sind auf jeden Fall keine Freunde. Das verbitte ich mir. Aber die restlichen Köpfe sind sowieso
bei einem Ballspiel zwischen euch und Botto hin und her gegangen. Also, dürfen wir ihn uns denn ansehen, den armen, toten Herrn Nachbarn, ja, der von der Schweinepest dahingerafft wurde? Wenn ihr das wollt, dürft ihr der Erste sein, der ihn sich ansieht, den armen, toten Herrn Nachbarn, Herrn Nachbar. Ich hätte da schon gern Zeugen dabei. Entel Mendel Gob, kommt doch mal mit. Bin gleich da. Ich muss das nur. Das geht nicht. Und er geht zu seinem eigenen Gartentor, kommt außen drum herum. Inzwischen Das ganze laute Tohuwabohu hat jetzt auch die Aufmerksamkeit sämtlicher anderer Nachbarn auf euch gezogen und ihr seid von einem Ring von aufmerksam spähenden und lauschenden Hobbits umgeben. Ihr bekommt alles morgen mit der Post. Ich werde eine extra Zeitung an alle. Ja, da wird alles aufgeklärt, was hier im Hause Weißfußen passiert ist. Schlimme Dinge. Mhm. Aber die Wahrheit kommt ans Licht. Immer. Also. Gut, dann kommt nur Entel mit rein. Und ihr zwei, ihr habt ein Auge auf Goldine. Nicht, dass die abhaut. Warum sollte sie denn abhauen? Ich würde Warum ist sie denn gestern hier abgehauen mit einer Waffe? Heulend. Ich würde versuchen, das Schwein mit reinzulocken. Mhm, mit einer Scheibe Wurst, die ich in meiner Tasche habe. Oder? Das ist kein Problem. Sobald das Schwein sieht, was du da in Leckerli hast, springt es auf und kommt hinter dir hergetrabt. Agathe, du spielst gleich eine wichtige Rolle. Sei bereit. Könnten wir die Zeit nicht nutzen und uns beim Nachbarn einschleichen und nach blutigen Fetzen suchen? Was du wollt. Ja klar, wir können jetzt nicht alle plötzlich doch. Du machst das, Torbold. Ja, mach das. Dann werde ich mich gekonnt von der Gruppe trennen und in den Garten des Nachbarn verschwinden. Dann schleich doch mal. Du hast deinen Wert unter Stealth und ich glaube, alle Hobbits sind da ziemlich gut drin. Oh, das kann ich. Während Hieronymus und Offo mit Botto Grauhaag und Entel Weißfuß reingehen. Ja, ich lasse Hieronymus bei Gotto und gehe ins Wohnzimmer und hole die Vase, die ich ja schon mal in der Hand hatte und bleibe aber noch außer Sicht. Mhm. Darf ich jetzt im Nachhinein noch ein Hope ausgeben? Ja. Okay, dann muss ich das dringend machen. Dann habe ich es nämlich geschafft. Gut. Sehr gut. Du schlenderst unauffällig die Straße ein bisschen runter. Ja, ich habe was zu erledigen, um dann seitlich in der Hecke zu verschwinden, dich quasi drunter durchzuschieben. Hältst deinen Hut fest, ziehst deine Robe hinter dir her, schiebst deinen Stab vorne weg, um dann im hinteren Gartenteil aufzutauchen. Und da ist ein Fenster in die Hobbithöhle hinein, dessen du dich bedienen kannst, um dich hineinzuschleichen. Mhm. Ich vergesse immer, dass die Würfel noch da liegen. Wir hatten vorhin, glaube ich, minutenlang mich auf Steffens Gesicht gelegt. Das ist okay, nicht gewohnt. Und kannst hineinspähen und siehst, dass da tatsächlich ein bisschen Unordnung herrscht. Das ist das Schlafzimmer und da hat jemand die Wäschekiste beiseite geschoben und ein paar Sachen ausgelegt und hin und her geworfen. Aber währenddessen sind Hieronymus und Offo in der Schlafstube. Und wie ist der Nachbar nochmal? Botto Grauhaag. Botto, okay. Botto, also ich nehme ihn so ein bisschen zur Seite, während wir da hingehen. Du hast vollkommen recht, aber ich kann das nicht so offen sagen. Der Briefträger hört zu. Ich glaube wirklich, dass die Goldine ihn knallhart ermordet hat. Er hat eine große Platzwunde an dem Kopf, wovon er gestorben ist. Ah. Aber das Problem ist, wir können sie nicht überführen, weil wir keinen Zeugen haben, der gesehen hat, was passiert ist. Ich habe gesehen, wie sie weggelaufen ist. Das reicht leider nicht. Wir brauchen jemanden, der drin gewesen ist. Ach, wenn es euch hilft, kann ich ja sagen, dass ich da nochmal nachgeschaut habe. Hast du denn nochmal nachgeschaut? Also was hast du denn gemacht, als sie rausgelaufen ist, die Goldine? Naja, ich habe gedacht, dann hatten sie wohl Streit. Das ist schade, aber ich habe jetzt nicht Sorgen gemacht, dass der gute Mungo tot ist. Aber da guckt man doch schon noch mal rein, oder? Ich meine, hast du noch irgendwo irgendwie einen Hinweis gesehen? Irgendwie, keine Ahnung. Gesehen, wie die Vase gesehen, die kaputt am irgendwo lag? Oder hast du vielleicht noch was anderes gesehen? Ich meine, ich als Nachbar habe immer ein gutes Auge auf das, was nebenan passiert. Und wenn mir so etwas passieren würde, dann wäre ich aber der Erste am Fenster. Das kann ich euch glauben.
Kannst du mir glauben? Wir brauchen diese Hinweise, Gotto. Das ist wichtig, damit wir hier diesen ganzen Fall auflösen können. Goldini hinter Schloss und Riegel brennen und dann kriegst du das Ganze hier. Also alles hier? Ja, und so steht es zumindest in der Nachlass. Der Unsinn mit dem Schwein, ich meine, ich könnte es dann einfach... Ja, Schwein, das kannst du machen, was ihr willst. Ja, ja. Ja. Also im Nachlass steht ganz klar geregelt, dass es alles seinem lieben Nachbarn vermacht wird. Warum das denn? Also ich... Du hast doch seine Familie gesehen, das sind alles Gierlappen. Den wollte er das nicht geben. Ah, er wollte denen einen... mitgeben. Genau. Währenddessen im Schlafzimmer, das sieht aber nicht nach Schweinepest aus. Also ich weiß nicht, wie Schweinepest aussieht, aber das sieht aus, als hätte er sich den Kopf angestoßen. Ja, leider. Erst während er an der Schweinepest erlegen ist, gegen eine Vase gefallen. Offo. Ja? Ich meine, du hast doch die... Hat er noch weitere Briefe hinterlegt gehabt? Vielleicht mit einem... Testament? Ja, das schaue ich euch mal nach, weil das Briefgeheimnis darf ja nur der Herr Postbote machen. Und das hier ist anscheinend die Vase. Was für eine Vase? Entil schaut dich vollkommen verständnislos an. Die Vase, und ich schaue mal auf des Herrn Nachbarn Reaktion, die Wunde am Kopf herbeigeführt hat, die tödliche Wunde. Zu sehen an dem Blut, welches nicht ganz verschwunden ist an der Vase. Also, er ist, während er an der Schweinepest gestorben ist, hat ihn jemand mit der Vase erschlagen. Ist das jetzt eure Version der Ereignisse? Sowas Ähnliches. Und ich werfe, weil ich gerne Dinge werfe, die Vase in Richtung Nachbar. Und schau mal, wie er sie fängt. Mit einem Hepp vorne dran. Hepp! Und er fängt sie aus der Luft. Währenddessen drüben im Haus von Botto Grauhaag, Tobold... Da ist, wie gesagt, Wäsche hin und her geschoben worden und jemand hat vor allen Dingen ein kleines Wäschefässchen aufgestellt, in dem seifiges Wasser steht und eine ganze Reihe von Kleidungsstücken drin liegen. Ist das Wasser dann verfärbt? Es ist zart rosa und die einzelnen Bläschen auch, die oben drauf schwimmen. Und jemand hat versucht, auf dem Reibebrett und mit großer Konzentration da etwas rauszuwaschen, aber als du dran rumziehst, eine Hemdbrust und da sind immer noch schwach eingetrocknete Reste, braune Flecken. Entweder Soße oder Blut. Also ich würde schon eines dieser Kleidungsstücke mitnehmen und wieder zu den anderen gehen. Ja, du kommst wieder zurück zu dem Zeitpunkt, wo gerade mit einem Hepp eine Vase geworfen wurde und Botto Grauhaag sie aus der Luft schnappt mit der Hand. Oh, einhändig. Ja, Kraft. War immer ein guter Golfspieler. Ja. Aha. Und was gab es gestern Abend bei dir zu essen? Also, der Neugier wegen. Einen guten Fisch mit einer schönen braunen Buttersoße. Braune Buttersoße, ja. Ja, und dazu gebackene Äpfel. Und ein bisschen später habe ich dann noch ein paar Spitzchen dunkles Brot mit Käse und Gürkchen drauf gegessen. Käse reicht, ich bekomme wieder Hunger. Und nichts Tomatiges. Aha! Vielleicht gab es auch zum Abendbrot Mord? Blut? Wurst? Wenn ihr mit dem als Nachbar hättet leben müssen, ihr hättet ihn auch umgebracht. Ich werfe das Stück Käse, womit ich das Schwein hinter mir herlocke, nach dem Nachbar. Das Schwein rennt hinterher und rennt in den Nachbar rein, der mit einem Kreischen rückwärts weicht und dann mit der Vase, die er noch in der Hand hat, anfängt, dem Tier einen über den Schädel zu geben. Nein! Ja! Oh, ich meine, nein! Das Schwein quietscht und weicht zurück und er steht da schnaufend mit der Vase in der Hand, während das Schwein im Rückwärtsgang mehr oder weniger Offo zur Seite drängt im Gang und Hieronymus, während Tobold ja von der anderen Seite reingekommen ist. Wie mein Schürhaken. Jeden Tag diese Mistkreatur. Die ganze Zeit das Schmatzen, das Wühlen, das Graben in meinem Garten. Und er immer nur, sie will ja nur spielen. Und haben Sie gesehen, wie er seine ganzen Sachen geschnitten hat? Seine Obstbäume sind eine Schande. Seine Blumen sind schief und krumm.
Er hat recht. Der Nachbar hat recht. Aber das ist kein Grund, jemanden umzubringen. Jemanden aufzuschreiben? Ja. Jemanden beim Dorfbüttel zu verpetzen? Ja. Jemanden mit einem sehr strengen Blick zu würdigen? Okay, aber Mord? Das ist also jetzt wirklich ein bisschen übertrieben. Selbst für mich. Sollten wir Stolzfußen rufen oder kriegst du das hin? Überlass den mir. Ja, selbstverständlich. Aha! Und ich springe mit dem Schürhaken nach vorne. Du springst mit dem Schürhaken nach vorne. Gut, dann haben wir statt ein... Dann machen wir zumindest nur einmal kurz ein kleines Kampfründchen, damit wir es einmal ausprobiert haben. Ja? Statt mit einem Gruftgeist mit dem Nachbarn. Mit dem Nachbarn. Ich habe für beide Werte rausgeschrieben, weil ich wusste, dass beides möglich ist. Also, der Herr Nachbar. Ihr müsst euch jetzt vor allen Dingen entscheiden, wie wollt ihr an den Kampf herangehen? Wollt ihr direkt nach vorne preschen und aggressiv vorgehen? Wollt ihr euch ausgewogen irgendwie im Kampf verhalten? Wollt ihr euch eher ein bisschen zurückhalten oder wollt ihr ganz hinten stehen und was werfen? Ich stürze mich auf ihn. Werfen! Stürze mich mit nach vorn im Kampfeseifer. Sehr gut. Das ist, ihr müsst nämlich entscheiden, in welche Stance, in welche Haltung ihr in den Kampf geht. Und nur wenn mindestens zwei Leute in einer Nahkampfhaltung sind, kann jemand in einer Fernkampfhaltung sein und überhaupt tatsächlich werfen. Es sei denn, das Schlachtfeld ist sehr schmal, auf so einer Stiege an einem Berg entlang zum Beispiel, könnte man das auch anders regeln. Und das heißt, dass wir jetzt auch der Reihenfolge nach, wie ihr die Haltungen ausgewählt haben, durchgehen, was ihr macht und dann ist er dran. Helden sind immer zuerst. Natürlich seid ihr die Helden. Das heißt... Hieronymus und Tobold sind die beiden, die in den Nahkampf gehen wollten. Ihr könnt unter euch ausmachen, wer von euch als erstes zuschlagen möchte. Ich würde einfach mal, wenn das okay für dich ist, Tobold. Ja. Dann würde ich meine Schürhaken nehmen und versuchen, ihm die Vase zu entreißen, um ihn zu entwaffnen. Gut, dann kannst du einen Wurf machen. Und zwar nimmst du deinen höchsten Kampfwert und ziehst einen Würfel ab. Das ist dann... Okay. Das ist dann Raufen quasi. Das kriegen wir noch hin. Ich habe drei in Schwerter. Das heißt, ich darf zwei dann zwei Würfe würfen. Und W12 gegen. Und der Wert, gegen den du würfen musst, wird unter anderem durch seine Parade beeinflusst. Und seine Parade ist... Keine. Okay, ich habe 18. Mit einer 18 und du... Bin ich überstärker. Würfelst, genau. Das heißt, du hast kein Problem damit. Und ich habe eine 6 gewürfelt bei der... Und wenn du eben aggressiv bist, darfst du sogar noch einen Würfel zusätzlich würfeln. Und mit der 6 darfst du sagen, dass du einen Sondereffekt auslöst. Und ich würde sagen, darunter können wir gerne auch zählen, dass du ihn entwaffnest. Ja. Ich verhake den Schürhaken in der Vase und ziehe sie weg. Ja. Und wirfst sie zur Seite und tatsächlich, anstatt zu klirren und zu zerdeppern, macht sie ein Bdonk und eine riesige Delle in die Wand links von dir, wo der Putz abplatzt. Wow. Eine gemeingefährliche Vase ist das. Tobold, was möchtest du tun? Der Nachbar stolpert zurück. Oh, übrigens, wie viel Schaden macht denn deine Waffe so? Der Schürhaken? 2. Warte, was für eine Frage ist das? Eine improvisierte Waffe. Will ich. Das heißt, du hast ihm tatsächlich 2 Ausdauerschaden hinzugefügt. Ich möchte ihm auf jeden Fall mit meinem Stock ordentlich eins überziehen. Jawohl. Der Stock ist auch eine improvisierte Waffe, das heißt, du nimmst deinen höchsten Kampfwert, ziehst einen Würfel ab und weil du dann aggressiv bist, darfst du wieder einen draufrechnen. Oh Gott, ein D12. Und 2D6. Naja. 8. 8. Wenn das dann nicht passt zu deiner Stärke, dann... Achso, meine Stärke? Das war jetzt da... Welcher ist mein Stärkewert jetzt direkt? Ja, hast du mein Zielwert? Dein Stärke-Zielwert, genau. 14 ist das. Ja, nee, 14, dann nicht. Ja. Ja, dein Stab pfeift einmal durch die Luft, klackert aber mehr oder weniger an den engen Streben, die oben über dem runden Gang zusammenführen, hin und her, anstatt tatsächlich Schaden anzufügen. Und dann haben wir noch Offo, der möchte etwas werfen. Ja, ich schaue mich um und überlege, während hier vorne der Kampf geht, ich werfe. Den alten... Nein, den kann ich nicht werfen. Das wäre los und pietätlos gleichzeitig. Mob. Ja, Mob könnte man... Mob geht immer zu werfen. Nein, Mob, in den Nahkampf werfe ich meine Katze auch nicht. Also greife ich irgendwas von der Fensterbank. Ist da... Sind da Blümchen? Ist da ein großer Blumentopf. Wir bleiben beim Vasenthema und ich werfe tatsächlich den Blumentopf gegen ihn, ja. Gut. Dann... Das
heißt. Auch dein höchster Kampfwert minus 1. Genau, mein höchster Kampfwert ist. Auch dann nur 1. Aber ja, die 12 vorneweg, ne? Ja. Genau. 12 und 6 und ein. Eine 7 auf dem W12. 11 insgesamt. Bei 11, wie ist dein Stärke-Zielwert? Ich glaube, das ist er nicht. Mein Stärke-Zielwert ist 14, nein. Ja, das heißt, der Blumentopf zischt am Kopf von Botto Grauhaag vorbei. Und der wiederum wirft sich jetzt vorwärts und will mit bloßen Händen auf Hieronymus losgehen, der ihn entwaffnet hat soeben und ihm seine Vase beraubt hat. Und der darf natürlich auch ein W12 würfeln. Plus einen weiteren W6. Eine 11. Plus eine 5 ist eine 16. Und ihr habt jetzt einen Paradewert. Das ist sein Zielwert. Oh. 17 habe ich da. Dann geht tatsächlich der Hieb knapp an deinem Ohr vorbei. Du hörst es so leise pfeifen, als er deine Ohrmuschel streift. Und dann steht ihr ziemlich blöd alle in dem Gang. Hinten zerschellt der Blumentopf. Oh. Und der Rest der Familie stürmt hinten in das Gebäude rein. Und das ganze Kampftableau erstarrt wieder für einen Moment. Und dann fragt einer von den drei Brüdern, Gob, der bisher noch kein einziges Wort gesagt hat, was? Er hat euren Onkel ermordet. Er ist der Mörder. Aha. Nicht die Schweinepest. Erben wir was? Du erbst gleich eine Backpfeife, wenn du uns nicht erbst. ist ja gut. Und dann springen die drei Neffen vorwärts, packen den Botto, den Entwaffneten, der einen Schlag abbekommen hat. Und ziemlich schnell hat sich die Situation nach einer kurzen Rangelei erledigt. Botto sitzt da und seine Hände werden ihm hinter dem Rücken mit einer Kordel von der Gardine gefesselt, während der Rest ziemlich nachdenklich und fragend drumherum steht. Und nicht sicher ist. Oh, Entschuldigung, warte. Alles gut. Das ist mein Auge. Und alle anderen stehen etwas ja, ratlos mit fragendem Gesichtsausdruck drumherum. Und Bot dann, also was ist jetzt passiert und was machen wir jetzt? Eine gute Frage. Hieronymus, was macht man jetzt? Das ist dein Job. Du bist der zukünftige Büttel. Ja. Naja, also wir haben den Fall gelöst. Wir haben den Mörder. Wir haben das Geständnis. Goldine ist entlastet. Tobold hat blutige Kleidung von ihm gefunden. So ist es. So, genau. Das heißt, wir haben die Tatwaffe, die Vase. Wir haben ein Motiv. Wir haben ein Geständnis und den Täter. Dann können wir jetzt ja alle essen gehen, oder? Ja, oh, Tee trinken. Oh, Leichenschmaus. Oh, ja, das sollten wir, den Respekt haben. Oh ja, das sollten wir organisieren. Ein richtig schöner Leichenschmaus. Wir können ja da die Sachen aus dem. Der Lagerraum ist. Ja, vielleicht. Jeder bringt es mit. Ja, das ist vielleicht nicht schlecht. Ja. Spanferkel? Fragt Bot. Theoretisch spricht da nichts gegen. Oh nein, ich muss meinen Garten sicher machen. Das ist richtig. Tobold, die Vase ist doch auch ein schönes Objekt dann fürs Museum, oder? Aber auch hier gilt, sie wurde benutzt und hat dadurch reichlich an Wert verloren. Ja, das ist richtig. Das passt doch ganz gut in deine... Dann wollen wir sie auch nicht erben. Wir sehen uns dann zum Leichenschmaus. Und ich würde sagen, an dieser Stelle können wir dann die Abenteuerphase auch beenden. Was jetzt normalerweise kommen würde bei der eine Ring, ist die Gefährtenphase. Rein theoretisch habt ihr auch Gefährtenpunkte, mit denen ihr Hoffnung wiederherstellen könnt, wenn ihr euch zwischendurch ausruht. Und was ihr trotzdem jetzt noch machen könntet in der Gefährtenphase, ist nicht nur solche Punkte regenerieren, sondern tatsächlich auch eure Charaktere steigern. Ihr bekämmt 3 Erfahrungspunkte und 3 Fertigkeitspunkte für diese Sitzung. Und dann könnte man sagen, ich möchte vielleicht einen Wert hier steigern oder hier entweder Valor oder Wisdom, je nachdem, wohin ich meinen Charakter entwickeln möchte. Und eben auch sagen zum Beispiel, wo möchte man die Zeit verbringen und was will man über diese Zeit machen. Und dann kann man Schattenpunkte loswerden und größere Dinge planen und unternehmen.
Aber zugegebenermaßen war es vielleicht auch eine etwas untypische Runde, aber wir wollten ewig schon mal ewig schon mal Nachbarn im Auenland bringen, sich gegenseitig um, weil sie unglaublich nervige kleine Spießgesellen sein können. Spielen. Absolut verständlich. Ich kann das absolut verstehen. Ja. Und normalerweise würdet ihr durch die Gegend reisen und Abenteuer erleben und dann dementsprechend auch mehr Schatten sammeln und kämpfen und alles wäre sehr dramatisch. Aber einfach um sich anzuschauen, wie die Regeln funktionieren und was das für ein Spiel ist, hat das doch, glaube ich, auch ganz gut funktioniert. Inklusive des dramatischen, eine Runde dauernden Kampfes, um mal zu zeigen, wie das geht. Ihr hättet zum Beispiel aber auch statt zu anzugreifen jeweils eine andere Aktion machen können, je nach Haltung, die man eingenommen hat. Und zum Beispiel kann man, wenn man in der Vorwärtshaltung ist, auch versuchen, den Gegner einzuschüchtern. Oder wenn man in der passiven Haltung ist, jemand anders beschützen. Oder wenn man in der neutralen Haltung ist, die anderen anfeuern. Und dann wird es auch leichter, die Würfe zu schaffen. Denn was wir gemerkt haben, ist, mit Anfangscharakteren ist es gar nicht so einfach, tatsächlich Erfolg zu haben. Ja. Und das ist schon der einfache Modus. Ja. Oh. Mit niedrigeren Werten. Gut. Wie ist euer Eindruck? Kann man in das System rein? Funktioniert das für euch? Ja, absolut. Also ich bin sehr schnell reingekommen. Wir hatten jetzt natürlich jetzt keine große Charakterstellung oder so, aber das hat schon Laune gemacht und war auf jeden Fall ein sehr spannendes Abenteuer. Vielen Dank, liebe Meierin. Wer braucht schon Orks, wenn man Nachbarn hat? Das ist viel schlimmer. Also das ist auf jeden Fall. Ich habe den Bogen, den hast du heute Morgen geschickt, habe ich mir erstmal gedacht, so, wow, okay, du hast 70.000 Systeme mal gespielt und dann kriegst du wieder einen Bogen, das nach einem ganz neuen System aussieht, weil ganz viele neue Punkte irgendwie sind. Aber letztendlich ist es tatsächlich sehr zugänglich. Ich finde das mit den sicheren 12 eine schöne Sache. Und ja, es ist als Anfangscharakter tatsächlich ein Hieb, aber wir haben jetzt mal mit dem Hope-Punkten zum Beispiel, wir haben 17 Hope-Punkte am Anfang, also man kann sich da tatsächlich ganz gut. Ich habe euch alle zu sehr hoffnungsvollen Hobbys gemacht. Sehr gut. Nein, war nicht an euch, das war die befällte Plage, die mein Kopfhörerkabel ins Maul genommen hat. Was passiert denn, wenn unsere Schattenpunkte die Hope übersteigen, als wenn wir uns in der Mitte... Wenn Schatten gleich Hoffnung ist, dann werdet ihr miserable. Oh. Dann seid ihr einfach niedergedrückt und das heißt, dass die 11 ein automatischer Misserfolg ist. So ist die 11 immer nur einfach 0 Punkte. Okay. Aber so ist es, wenn ihr dann Saurons Auge erwürfelt, die 11 auf einem W12, dann ist es auf jeden Fall schiefgegangen, egal was die W6 noch sagen dazu. Frodo-Modus, ja. So ungefähr. Es gibt auch den, wie aufmerksam ist das Auge des Feindes auf euch, wenn ihr tatsächlich durch die Gegend zieht und abenteuert. Aber Hobbits starten da automatisch auf 0. Wenn Zwerge bei der Gruppe sind, dann ist man schon bei 1. Und wenn man einen Waldläufer oder einen Elben dabei hat, dann startet man schon bei 2. Und dann kann einem leichter schlimme Dinge passieren und Leute einen verfolgen, weil der Feind auf einen aufmerksam geworden ist. Und im Hintergrund hört man dramatische Musik, Hörner und Trommeln. Und ansonsten, ich muss sagen, ich habe es nochmal verglichen mit der ersten Edition von Ein Ring. Vieles vom Ablauf her ist vertraut. Vieles, dass man im Kampf sagen muss, in welche Haltung man geht und dass es einem unterschiedliche Vor- und Nachteile gibt und dergleichen. Aber was sie geändert haben ist, vorher war es so, dass es für jede Aktion, die man machen konnte, einen unterschiedlichen Zielwert gab, den man erreichen musste. Und jetzt ist es andersrum. Man hat eingebaut einen Zielwert für seinen Charakter, für das, was man machen will. Und dann wird einem ein Würfel dazugegeben. Oder wenn man schlechte Umstände hätte, würde man Würfel verlieren. Zum Beispiel, als ihr in die aggressive Haltung gegangen seid im Kampf, habt ihr einen Würfel dazu bekommen, um besser zuschlagen zu können. Und wenn ihr mit irgendwie besonderem Werkzeug zum Beispiel an das Durchsuchen der Wohnung rangegangen wärt, hättet ihr extra Würfe bekommen und dergleichen. Das heißt, die Stellschraube wurde von wie schwierig ist der Wert, den man erreichen muss, zu kriegt man noch einen Würfel dazu, um ihn zu erreichen, rübergeschoben. Und ich finde es übersichtlicher dadurch, dass ich nicht jedes Mal nachgucken muss, was ist der Zielwert, den ich jetzt in dieser Haltung im Kampf gegen den Gegner brauche. Ja. Das ist an sich auch ganz cool, dass diese tatsächlich die Schwellenwerte direkt vorgegeben sind. Wie ist das für dich dann als Spielleitung gewesen, wenn ich mir das vergleiche, dass bei D&D mir immer aktuellen Schwellenwert für irgendeinen Fertigkeitswurf oder sowas ausdenken muss, außer bei Rüstungsklasse?
Ja, und so ist es halt eben, rein theoretisch, wenn die Spielenden wissen, wie es funktioniert, können sie immer selber würfeln und sagen, ich habe es geschafft, ich habe es nicht geschafft. Oder ich habe es geschafft und habe noch ein paar Sechsen gewürfelt, die wichtig sind. Ich glaube, dadurch wird es ein bisschen schneller. Ist immer noch ein bisschen, wenn man zum Beispiel von D&D herkommt oder von DSA, ist es immer noch ein ungewöhnliches System. Und was wir halt eben jetzt wenig hatten, war zum Beispiel zu sagen, wo verbringt man denn jetzt die Gefährtenphase oder wie sieht das mit dem Reisen aus, also was noch ziemlich wichtige Aspekte sind. Ich glaube, das ist dann nochmal spannend, also aus dem Auenland raus und dann nochmal ganz Mittelerde erkunden und Reisephase, da hatte ich nur gesehen, dass man dann so Hexfelder abmarschiert. Und dann kann man auch Zufallsbegegnungen haben und man muss dann in der Runde aufteilen, wer ist derjenige, der den Weg sucht und welche Aufgabe übernehmen die anderen in der Gruppe und wie aufmerksam sind sie. Das ist tatsächlich ein Hexploration, nennt man das ja im Rollenspiel. Und es erinnert tatsächlich auch ein bisschen an Forbidden Lands, was ja ebenfalls ein Titel von Free League ist, die The One Ring in der zweiten Edition rausbringen. Das heißt, ich glaube, da ist ein bisschen auch Philosophien zusammengeschmolzen worden, Francesco Nepotello und Marco Bucci, die Designer auch von der ersten Edition waren, die erschien auch beim anderen Verlag, haben sich da mit Free League zusammengesetzt und ich glaube, deren Designphilosophie ein bisschen mit einfließen lassen. Und ich glaube, es spielt sich runder, zumindest nach dem ersten Eindruck und nach dem Lesen. Ich vermisse nur das Artwork aus der ersten Edition. Das war so schön. Gut. Ich würde sagen, wir sind am guten Ende angekommen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, sowohl da draußen im Chat als auch hier in unserer Runde von tapferen Hobbits, die Vasen werfend. Das ist vorhin schon Mordor Mystery. Mordor Mystery, ja. CSI Hobbingen. Ja, war super. Werfend. Vielen Dank. Ja, danke schön, dass ich dabei sein durfte. Das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ja, dementsprechend vielen Applaus und vielen Dank auch an meine tollen drei Mitspieler, die wirklich sehr unterhaltsame, schöne und auch sehr schön unterschiedliche Hobbits gemacht haben. Häufig denkt man so, wenn die ganze Gruppe aus, in Anführungsstrichen, dem gleichen Charakter besteht, alles drei Hobbits, dann wird es eintönig. Aber ich fand die wirklich sehr schön unterschiedlich, mit sehr schönen unterschiedlichen Aspekten von diesem kleinen, haarigen, fröhlichen Volk. Und den Ben findet ihr als Ben & Paper auf YouTube und auch auf Twitch und hin und wieder mal bei uns. Aber er ist auch immer wieder bei anderen Leuten zu Gast, weil er ein umtriebiger und guter Spielleiter ist. Das macht er bei uns, zum Beispiel mit Peakwood Bay, aber auch bei anderen Leuten, die sich von ihm dann einmal eine Fantasy-Runde spielen, führen lassen. Den Steffen findet ihr unter Jewatzki hier auf Twitch und hin und wieder mal bei Rocket Beans. Normalerweise bist du eher mit D&D unterwegs. Meine Güte, habe ich gehangen, aber Shadowrun wird auch gespielt und ansonsten, was der irgendwie übers Brett fliegt an Rollenspielen, was dich richtig anmacht. Alles, was geht. Alles, was geht. Zum Beispiel gerade Shadowrun in Berlin mit intelligenten Waschbären, immer ein sehr guter Bonus. Und zuletzt den Ramon hört man beim Tollkühn-Podcast, wo noch drei Kapitel ausstehen, die zu besprechen sind vom Herr der Ringe und danach geht es mit dem Hobbit weiter. Genau, und so ist der Plan, ja. Und den Film müssen wir auch noch schauen. Okay. Das heißt, ihr habt noch reichlich Material. Irgendwann, es ist noch einiges, ja. Irgendwann kann man zum Silmarillion und dann auch zu Ausgaben. Da kommt ja die Serie demnächst, ne? Stimmt, genau. Nächstes Jahr ist dann noch die Serie. Die wollen wir auch auf jeden Fall dann zusammenschauen. Es gibt noch diese obskure Version aus der UdSSR. Haben wir im Discord mit unseren Hobbits schon mal zusammengeschaut. Es war ein sehr, sehr lustiger Abend. Ich war höchst verwirrt. Also, ja. Und dann irgendwann hat man noch den Bakshi-Animationsfilm und dann hat man noch den Hobbit-Animationsfilm. Genau. If there's a whip, there is a way. Totaler Ohrwurm. Ja. Gut. Also, diese drei Leute findet ihr dort. Uns findet ihr, wie üblich, hier. Morgen ist frei, aber Montag geht's dann wieder weiter. Und was machen wir Montag, Nico? Keine Antwort. Wenn ich es auswendig wüsste, würde ich es euch jetzt sagen, aber guckt einfach auf Social Media oder hier auf die Hintergrundkachel. Wir sagen euch auf jeden Fall Bescheid. Wir reden über die Spielemesse. Wir reden über die Spielemesse, genau. Weil nächste Woche dann auch die Spiele in Essen ist, wo wir nicht physisch vor Ort sind. Aus Gründen von, wir haben immer noch eine Pandemie und man ist vorsichtig, wenn man nicht unbedingt da sein muss. Wir können unsere Interviews eigentlich auch alle online führen und Hund. Und dementsprechend werden wir aber eine ganze Reihe Online-Interviews führen und die euch dann auch zur Verfügung stellen, beziehungsweise teilstreamen. Gut, macht's fein, ihr Lieben. Passt auf euch auf. Habt noch ein wunderbares Wochenende und ich weiß nicht, raiden wir noch irgendwo hin? Ja, wir raiden. Wir raiden. Dann kann ich jetzt langsam mal auf den Knopf drücken. Es sei denn, ihr wollt. Lasst uns noch ein letztes Wort an die Zuschauenden richten.
Ja, denkt ans zweite Abendessen. Hervorragend. Und passt bei den Nachbarn mit den Schweinen auf. Allerdings. Ja. Oder wenn ihr der Nachbar mit dem Schwein seid, passt auf, dass die nicht reinkommen und euch die Hase über den Kopf ziehen. Macht's gut und tschüss.